Ja, hallo alle miteinander und willkommen zur Lycanet Online Session 2021, die Januar-Ausgabe, live aus unserem Lycanet Online Studio hier in Österreich. Wir senden in die ganze Welt und wenn ich über die ganze Welt spreche, dann meine ich mehr als 50 Länder. Geht's euch allen gut? Ja, normalerweise würde ich jetzt eure Reaktion hören. Also die direkte Reaktion des Publikums fehlt halt jetzt, aber ich bin mir sicher, ihr seid alle in einer tollen Stimmung. Wir sind das sicher. Ich bin Chris Brau, ich bin euer Host und ich hoffe, dass ihr alle wirklich einen sehr gesunden Start ins Jahr 2021 hattet und dass ihr auch diese Chancen nutzen werdet, die das Leben euch zu bieten hat. Und diese Veranstaltung, dieses Event ist eine derartige Chance. Unser Programm wird euch zeigen, worum es bei unserem Business geht. Und egal, ob ihr hier neu seid oder ob ihr schon früher dabei wart, ich werde euch etwas sagen. Wir haben Neuigkeiten für euch alle. Es gibt Business-Informationen, die von einigen der führenden Manager des Unternehmens mit euch geteilt werden. Aber wir haben auch internationale Gastredner eingeladen und auch erfolgreiche Marketer, die ihr Wissen und ihre Erfahrung und einige Erfolgsstories heute mit euch teilen werden. Und um sicherzustellen, dass alle aus diesen 50 Ländern auch alles verstehen, was wir heute hier im Laufe des Tages sagen werden, haben wir Übersetzungen in 26 Sprachen vorgesehen. Also es gibt, sprachlich gesehen, keine Entschuldigungen. Aber ich wollte auch noch sagen, dass wir Videos oder Fotos von euch zu Hause mit anderen teilen werden. Also ladet bitte eure Videos oder Fotos einfach hoch auf diese Social-Media-Plattformen, auf Facebook, LinkedIn, Instagram, aber verwendet bitte den Hashtag LycoSensation, das wäre toll. Also ihr könnt uns auch auf diesen unterschiedlichen Kanälen folgen. Jetzt kommen zwei Männer auf die Bühne, die diese Show ins Leben gerufen haben und die das Geschäft besser als alle anderen kennen. Der CEO von Lycanet International, Mario Capone. Willkommen, Mario. Und auf der anderen Seite der Gründer von Lycanet, Hubert Freidel. Ja, hallo, willkommen, Hubert. Meine Herren, ihr schaut wirklich fantastisch aus. Du auch. Das Setup hier schaut auch toll aus. Eine fantastische Show liegt vor uns. Und ja, bevor ihr zur Bar geht, habt ihr noch etwas zu arbeiten. Wir sehen uns gleich. Ja, willkommen alle miteinander bei unserer Online-Session heute. Willkommen, Hubert. Danke, dass du heute bei uns bist. Danke. Wir haben ein großartiges Event für euch geplant und ich bin wirklich begeistert. Ja, ich natürlich auch. Was wir heute für euch vorbereitet haben, ist wirklich unglaublich. Heute sprechen wir über die unterschiedlichen Themen, My World, Lycanet, was sich hier alles tut. Und wir haben ein neues Incentive-Programm für euch vorbereitet, das sich niemand erwartet hätte. Aber bevor wir dazu kommen, sprechen wir über unser Lycanet-Business. Was, wenn ihr einen Anteil an allen täglichen Einkäufen überall in der Welt bekommen könntet, egal wie alt ihr seid, ob ihr jetzt Teilzeit oder Vollzeit arbeiten wolltet. Unser Geschäftsmodell ist so einfach. Es beruht auf täglichen Einkäufen. Alles, was ihr tun müsst, ist über Produkte und Dienstleistungen zu sprechen. Und die Leute sprechen gern über Produkte, die sie online kaufen und dafür werden sie noch bezahlt. Und wir als Lycanet Marketing Agency haben bereits Tausenden von Menschen geholfen, ihr Einkommen zu steigern. Schauen wir uns das genauer an. Did you know that Wusstest du, dass jeden Tag Milliarden von Euros ausgegeben werden, um Produkte und Dienstleistungen auf der ganzen Welt zu bewerben? Nun, mit Lycanet kannst du auch einen Anteil an diesem unglaublichen Marktpotenzial bekommen. Lycanet ist eine globale Marketing-Agency, die auf der Welt tätig ist und bereits mehr als 500.000 Freelancer auf ihrem Weg zum Erfolg begleitet hat. Dank unserer unglaublichen Partnerschaft mit MyWorld und deren weltweit führenden Benefit-Programm können wir unseren Lycanet-Marketern die einzigartigen Möglichkeiten bieten, von den täglichen Konsumausgaben und den Werbekosten zu profitieren. Und es ist alles so einfach.
Alles, was ihr dafür tun müsst, ist über Produkte und Dienstleistungen zu sprechen und ihr werdet für jeden Verkauf bezahlt. Du kannst dein eigenes Geschäft aufbauen, indem du Kunden, Händler und andere Freiberufler empfiehlst. Die Möglichkeiten sind einfach unbegrenzt. Also, wie viel möchtest du jeden Monat verdienen? 500 Euro? 5.000 Euro? Oder sogar 50.000 Euro? Nun, das liegt ganz bei dir. Je mehr Verkäufe du vermittelst, desto höher wird dein Verdienst sein. Es ist also alles möglich. Wir werden dir dabei helfen, dein persönliches Ziel von Werkzeugen und Dienstleistungen zur Verfügung stellen, die dich auf deinem Weg zum Erfolg begleiten werden. Wie viel wird dich diese lebensverändernde Gelegenheit kosten? Absolut nichts. Worauf wartest du also noch? Fang heute an. Kostenlos. Und um ein großartiges Business aufzubauen, braucht man einen großartigen Partner. Und ich bin so stolz darauf, dass wir eine so unglaubliche Partnerschaft mit MyWorld haben. Ja, das ist mir eine Freude. MyWorld und sein weltweit führendes Vorteilsprogramm verbindet Tausende von Kunden mit Hunderttausenden lokalen und Online-Kunden. Und das schafft großartige Vorteile wie Shopping Points und Cashback. Und für den Marketer erzeugen wir einen Einkommensstrom. Aber das Wichtigste ist, ja, unsere Merchants, die Händler, die möchten mehr Umsatz erzielen und das können wir ihnen anbieten. Ihr habt ja das wunderschöne neue Likeonet wieder gesehen. MyWorld hat auch ein Video und das zeigen wir jetzt. Was wäre, wenn du mehr für dein Geld bekommen könntest? Was wäre, wenn du bei jedem Einkauf einen zusätzlichen Wert erhalten könntest? Egal wo und egal wann. Nun, dank MyWorld und seinem globalen Einkaufsnetzwerk sind wir in der Lage, dir exklusive Vorteile zu bieten. In über 50 Ländern mit Hunderttausenden von Online- und lokalen Partnern verfügbar und täglich von Millionen zufriedener Kunden genutzt. Eine starke Shopping-Community. Aber das ist noch nicht alles. Große Akteure und auch kleine und mittelständische Unternehmen haben dieses einzigartige Potenzial bereits erkannt und sich dazu entschlossen, unsere Vorteile mit ihren Kunden zu teilen. Auch unsere unglaublichen White-Label-Programme und herausragenden Sportpartnerschaften sind auch ein Teil der MyWorld-Erfolgsgeschichte. Wie kannst du profitieren? Ganz einfach. Egal, ob du einkaufen musst oder gern einkaufst, ab sofort kannst du exklusive Vorteile genießen, Cashback und Shopping Points. Egal, ob du online einkaufst, dein Auto betankst, in einem Restaurant in der Nähe isst oder sogar deinen nächsten Urlaub buchst, du bekommst mehr für dein Geld. Und Cashback ist erst der Anfang. Der wahre Schatz ist die MyWorld Benefit Lounge und Shopping Points sind der Schlüssel dazu. Mit deinen gesammelten Shopping Points kannst du sensationelle Deals ergattern und noch mehr Geld sparen. Je mehr Shopping Points du hast, desto mehr Geld sparst du. Also werde heute noch Mitglied unserer Shopping Community. Willkommen beim weltweit führenden Vorteilsprogramm. Unser Ziel besteht darin, das Shopping super einfach zu machen. Deswegen haben wir all unsere Plattformen zusammengebracht, Cashback World und MyWorld. Das ist jetzt eine einzelne Plattform auf myworld.com und der Kunde findet da jetzt wirklich Schritt für Schritt alles, was sie brauchen. Hier können sie alles mit den wunderschönen Benefits kaufen. Ihr habt es gesehen, was MyWorld anbietet für die Kunden und für die Händler, die Merchants. Aber die wichtigste Frage ist, wie ihr als Marketer damit Geld verdienen könnt. Ja, das ist ziemlich einfach. Denn unser Geschäft beruht auf dem tagtäglichen Konsum. Unsere Marketer bekommen Geld für jeden Verkauf, den sie vermitteln. Das heißt, je mehr Umsätze ihre gesamte Organisation schafft, desto höher ist ihr Einkommen. Aber das ist noch nicht alles. Likeonet hat auch ein unglaubliches Belohnungsprogramm, das jeden Schritt auf dem Weg zum Erfolg honoriert. Wie das aussieht, erzählt euch unser Vergütungsplan. Let's talk about money. Lass uns über Geld reden. Mit Likeonet hast du die Möglichkeit, mit jedem Verkauf, der innerhalb deiner gesamten Organisation generiert wird, Provisionen zu verdienen. Wie das funktioniert? Naja, jeder Verkauf, den du und dein Team vermitteln, erzeugt Cashback und Shopping Points für die Kunden, was zu Marketing Bonus und Shopping Points Plus für die Marketer führt. Das generierte Einkaufsvolumen und die Shopping Points Plus bieten die Basis für deine Provisionen, Marketing Bonus und Karriereeinkommen. Fangen wir mit dem Marketing Bonus an.
Du hältst bis zu 1% von jedem Einkauf, den deine persönlichen Kunden und du selbst tätigen. So einfach ist das. Was ist mit dem Karriereeinkommen? Nun, auch dies basiert auf den täglichen Einkäufen. Je mehr Shopping Points Plus deine gesamte Organisation schafft, desto höher wird dein monatliches Karriereeinkommen sein. Von einem Teilzeiteinkommen von 500 Euro, das in wenigen Monaten leicht erreicht werden kann, bis hin zu einem Vollzeiteinkommen von 5.000 oder sogar 50.000 Euro, ist alles möglich. Aber es gibt noch mehr. Lyconet hat auch ein unglaubliches Belohnungsprogramm, das jeden Meilenstein auf deinem Weg zum Erfolg honoriert. Von lebensverändernden Seminaren, die an atemberaubenden Orten abgehalten werden, bis hin zu einzigartigen Incentives, die dir helfen, deinen Lebensstil zu verbessern. Die beste Belohnung basiert auf unserer Kooperation mit der Child and Family Foundation. Seit mehr als 10 Jahren baut die Child and Family Foundation Schulen auf der ganzen Welt und ermöglicht Tausenden von Kindern den Zugang zur Bildung. Die höchste Ehre, die du als Lyconet-Marketer erlangen kannst, ist eine Schule mit deinem eigenen Namen darauf, das Leben von Hunderten von Kindern und ihren Familien zu verändern. Starte also noch heute dein Business und gestalte deine eigene Zukunft. Ja, wie du gerade gehört hast, bilden Shopping Points Plus die Basis für deine Karriere. Für dein Einkommen. Je mehr Shopping Points du also hast, desto höher wird dein Einkommen sein. Und wir wollen dir dabei helfen, so viele Shopping Points wie möglich zu generieren. Deswegen haben wir etwas Besonderes für euch gemacht. Stellt euch vor, wenn ihr für das gleiche Produkt zum gleichen Preis noch mehr Shopping Points für eure Karriere bekommen könntet. Das wäre doch ein großartiger Game Changer für euer Business, oder? Und genau das haben wir möglich gemacht mit unserem wunderschönen My World Benefit Store. Der Benefit Store macht genau das. Das gleiche Produkt zum gleichen Preis, aber ihr bekommt mehr Shopping Points. Schauen wir uns das an. Was wäre, wenn du mehr Shopping Points Plus für deine täglichen Einkäufe bekommen könntest, wenn du online shoppst, in einem Restaurant in der Nähe isst oder sogar deinen nächsten Urlaub buchst? Der My World Benefit Store macht dies möglich. Wie kannst du im Benefit Store einkaufen? Mit dem Benefit Voucher, einem Gutschein, den es monatlich oder als einmalige Bestellung gibt. Bei einer monatlichen Bestellung erhältst du einen 99 Euro Benefit Voucher und 100 Shopping Points Plus für deine Karriere, Monat für Monat. Dein aktuelles Benefit Voucher Guthaben findest du in deinem Profil. Los geht's mit dem Einkaufen im Benefit Store. Vielleicht möchtest du einen Wochenendtrip für dich und einen Partner für 499 Euro buchen. Wenn du diese Reise über travelworld.com buchst, erhältst du Cashback und 10 Shopping Points Plus. Aber wenn du die gleiche Reise für 499 Euro über den Benefit Store buchst, kannst du deinen 99 Euro Benefit Voucher einlösen, für den du bereits 100 Shopping Points Plus erhalten hast, und die restlichen 400 Euro mit Kreditkarte bezahlen. Was macht den Benefit Store und den Voucher so toll? In unserem ersten Beispiel hast du 499 Euro für deine Reise bezahlt und 10 Shopping Points Plus erhalten. Im Benefit Store hast du den gleichen Preis für die gleiche Reise bezahlt und bereits 100 Shopping Points Plus erhalten. Gleiches Produkt, gleicher Preis, mehr Shopping Points Plus. Also bestelle jetzt deinen Benefit Voucher. Unser Ziel besteht darin, das Portfolio der Einkaufsmöglichkeiten im Benefit Store auszuweiten. Wir beginnen jetzt mit den Verhandlungen, mit den Herstellern, mit den Produzenten in der ganzen Welt, denn überall in den Ländern gibt es wunderbare Produkte und wir möchten sie in den Store bringen. Für unsere Marketer erzeugt das die Gelegenheit, ihren Benefit-Voucher für ihre täglichen Einkäufe zu nutzen. Und das erzeugt natürlich einen unglaublichen Mehrwert auch für eure Karriere. All das, was wir im Hinblick auf den Benefit Store tun, sollte auch eure Karriere fördern. Und am Ende des Tages sprechen wir hier von einem neuen Programm, das auch eure Karriere noch fördern kann. Aber bevor wir dazu kommen, brauchen wir einen Drink. Genau, gehen wir an unsere wunderschöne Bar. Hallo. Hallo. How are you doing? Wie geht's euch denn? Hubert, was möchtest du trinken? Ja, ich nehme was Gesundes, einen All-in-One-Drink. Ja, für mich das Gleiche, bitte. Echt cool. Denn insbesondere in diesen Zeiten muss man gesund bleiben, na klar. Und unser wunderschöner All-in-One-Drink, unsere eigene Produktion, hausinterne Produktion, enthält alle Ingredienzien, die der Körper braucht, Vitamin C, Vitamin B, Vitamin D und so weiter.
Schau dich das an. Prost. Super healthy. Ah, super gesund. Also, trink das jeden Tag, ganz wichtig. Ihr könnt diesen Drink auch in unserem Benefit Store kaufen. Und anstelle von 3 Shopping Points, den ihr als Kunde bekommt, bekommt ihr 30 Shopping Points Plus, indem ihr euren Benefit Voucher dazu verwendet. Toll! Ich mag den Benefit Store. Gleiches Produkt, gleicher Preis, 10-mal so viel Shopping Points Plus. Das ist toll. Aber auch die anderen Organic Plus Products in unserem Portfolio gibt es im Benefit Store für euch zu kaufen. Natürlich auch für unsere Kunden auf myworld.com. Aber jetzt zurück zum Event. Wir werden in ein paar Minuten mit unseren ersten Rednern heute sprechen. Aber bevor wir das tun, schauen wir uns mal an, ob unser Hauptredner Eric Worre schon hier ist. Eric, kannst du uns hören? Ja, ich kann euch hören. Und ja, hallo Hubert, hallo Mario. Ja, ich kann euch sagen, das ist echt ein tolles Setup, das ihr da habt. Ihr habt da wirklich etwas ganz Besonderes zusammengestellt. Ja, ich hoffe, es gefällt dir. Eric, was kann sich das Publikum heute erwarten? Ja, ich möchte das gleich in Kürze genauer beschreiben, aber ich spreche heute über die größten Trends weltweit. Zu unterschiedlichen Augenblicken in der Geschichte gibt es immer wieder Zeiten, wo Unternehmer die Gelegenheit haben, etwas zu tun, einen unglaublichen Mehrwert zu erzeugen. Es gab nie eine bessere Zeit, um Geld von zu Hause zu verdienen, als genau jetzt. Und um das tun zu können, um ein Unternehmen zu starten und weltweit zu expandieren und einen unglaublichen Partner zu haben, um das zu erreichen, genau darüber werde ich sprechen. Und darauf freue ich mich schon. Erstaunlich. Wir können es kaum erwarten, später mehr von dir zu hören. Vielen Dank. Jetzt zurück zu Chris. Ja, vielen Dank, meine Herren. Und das schaut sehr bequem aus. Wir treffen uns dann gleich. Aber jetzt kommen wir zu einem anderen interessanten Thema, und zwar über Travel World. Genau, Travel World. Travel World ist das Motto heute. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ja, das hat mir 2020 am meisten gefehlt. Die Möglichkeit zu haben, frei zu reisen, wohin ich will, wann immer ich will, ohne mir Sorgen zu machen über die ganzen Regelungen und Vorschriften. Aber Travel World, ja, konnte sich da sehr gut behaupten. Das hat letztes Jahr im September begonnen und wir erfahren jetzt mehr darüber, wie das aussieht heute. Und jetzt ein kurzes Video, Film ab. Ja, hallo alle zusammen, willkommen in unserer Lounge. Sieht doch wirklich bequem aus. Ich hoffe, ihr sitzt alle bequem. Okay. Ja, ich möchte meine Gäste vorstellen. Zunächst mal Joyce Mukeshimana. Ich hoffe, ich habe deinen Namen richtig ausgesprochen. Sie ist eine Klientin von Travel World, auch ein Frequent Traveler, die wird ihre Erfahrungen mit uns teilen. Dann Tim Jurz, der Chief Supply Officer von Travel World Austria. Und Rainer Schuster, der CEO von travelworld.com. Willkommen. Jetzt kommen wir zum Geschäft. Erzählt uns mehr darüber, worum es bei travelworld.com geht. Ja, danke Chris, danke für die Einladung. Bevor ich deine Frage beantworte, möchte ich kurz über die Zahlen sprechen, die wir im Intro-Video gesehen haben. Ihr sollt alle wissen, dass die Reisebranche ein riesiges wirtschaftliches Potenzial birgt. 5% des Bruttosozialprodukts kommt aus dem Tourismus. Jeder 10. Mensch, der irgendwo beschäftigt ist, hat etwas mit dem Tourismussektor zu tun. Die MyWorld-Community reist, die Likeonet-Community reist, alle hier in unserem Ökosystem reisen sehr viel. Und Hubert und ich
gesehen, dass wir ein riesiges wirtschaftliches Potenzial haben. Deswegen haben wir Travel World gegründet und gemeinsam haben wir eine Vision. Wir möchten gern die größte Travel Community ins Leben rufen. Wir sind hier quasi das Reisebüro, die Reiseabteilung in unserem Ökosystem. Ja, so viel zum Hintergrund und woher ihr kommt. Aber was ist das Produkt, die Dienstleistung, die Travel World anbieten? Ja, das Produkt besteht darin, dass wir unsere eigene webbasierte Buchungsplattform haben. Und wir sind schon online gegangen, seit der letzten Online-Sensation vor ein paar Monaten. Wir sind jetzt auf travelworld.com online. Und in der ersten Phase konzentrieren wir uns auf Unterkunft. Also auf travelworld.com könnt ihr mehr als 1,5 Millionen Hotels weltweit buchen. Wow. Auf unserer Plattform haben wir auch alle Dienstleistungen, die ihr von einem professionellen Reiseanbieter, einer Buchungsplattform erwarten würdet. Ihr könnt wirklich direkt alle Unterkünfte weltweit buchen. Zusätzlich haben wir eine coole mobile App. Ich sage immer, das ist eine Art persönlicher Reiseassistent. Also sobald man unterwegs ist, man nimmt das Mobiltelefon mit, die App hat man dann immer dabei und da findet man zum Beispiel die vorher bezahlten Reisegutscheine, Travel Voucher. Dann geht man ins Hotel, da habe ich meinen Reisevoucher, bitte checken Sie mich ein. Aber abgesehen davon kann man auch direkt aus der App buchen. Die App kann heruntergeladen werden im iOS Store und auch im Android Store. Ja, versuche mich zu überzeugen. Sagen wir mal, du hast 60 Sekunden Zeit, mir einige Fakten zu präsentieren. Warum sollte ich bei euch buchen? Was sind die Vorteile der Lyconet und MyWorld Community? Ja, gute Frage. Das ist keine große Herausforderung für mich, das zu beantworten, denn alle hier reisen ja. Und wir haben unsere Dienstleistungen, die für alle natürlich offen sind. Ihr könnt euch alle registrieren. Es gibt keine Einschreibungsgebühren, keine Buchungsgebühren. Jeder kann also gleich einsteigen. Insbesondere für die MyWorld Community, wie wir vorher auch schon gesehen haben in diesen Videoclips. Bei jeder Buchung bekommt man Cashback und Shopping Points. Und im Gegenzug könnt ihr die natürlich dann auch wieder einlösen. Insbesondere die Lyconet Marketers. Mit jeder Buchung könnt ihr also den Benefit-Voucher auch dann einlösen und auch die E-Voucher. Wir haben verschiedene Sonderangebote, Special Deals, wo man bis zu 20% auf die nächste Reise sparen kann. Ich weiß, ihr habt starke Partnerunternehmen, die sind Teil eures Teams. Wir haben auch schon Tim getroffen, den habe ich kurz vorgestellt und wir kommen gleich auf dich zurück, Tim. Aber wer ist denn noch Teil dieser Crew, dieser Mannschaft? Ja, wer gehört noch zur Mannschaft? Wir haben wirklich tolle Technologie, eine sehr robuste Technologie, auf der unsere Plattform basiert. Und Hightech braucht natürlich auch starke Partner. Ich bin sehr stolz, dass wir bei MyWorld ein hausinternes Unternehmen haben, 360 Code Lab. Und Max ist verantwortlich für dieses Team dort. Und die unterstützen uns beim Entwicklungsprozess. Okay, Max kommt dann auch noch zu uns, nicht persönlich, aber virtuell. Aber schauen wir uns kurz dieses Einführungsvideo an, damit wir sehen, was 360 Degree Code Lab bedeutet. Yes, looks fantastic. And ja, das schaut echt fantastisch aus. Und jetzt sollte Max bei uns sein. Er kommt virtuell, er ist virtuell zugeschaltet. Schade, dass du nicht hier in Österreich sein kannst. Hallo. Hört ihr mich? Ja, wir hören dich gut. Großartig. Ja, es ist wirklich schade, dass ich heute nicht bei euch in Österreich sein kann. Danke, dass ihr mich angerufen habt. Ich freue mich, Teil dieses Online-Sensation-Events zu sein. Max, erzähl uns mehr darüber, was du tust und was kannst du unseren Zusehern sagen. Ja, Chris, wie du weißt, ist das Travel World-Projekt ein sehr ehrgeiziges Projekt.
Das erste Mal, als ich mit Rainer darüber sprach, das war im Juli 2019, da hat er kurz erwähnt, dass er einfach eine einfache Travel World Application möchte. Aber wir haben eine hochmoderne App geschaffen. Wir haben auch das Frontend unterstützt mit einer neuen Landingpage im MyWorld Design. Und wir haben auch Rainers Team mit Backend-Entwicklung unterstützt. Ihr könnt euch vorstellen, dass das eine große Herausforderung für uns war, die besten Mitarbeiter zu finden, um dieses Ziel zu erreichen. Zum Glück sind wir hier in Warschau an diesem tollen Standort, wo wir Zugang haben zu den besten IT-Experten in Europa. Gemeinsam mit diesem großartigen Teamgeist und unserer Anstrengung in unserem Team haben wir etwas Unglaubliches erreicht. In einer sehr kurzen Zeit haben wir eine mobile App geschaffen, die marktreif ist, und die Ergebnisse sind wirklich atemberaubend. Ja, ich muss zugeben, es war auch eine Ehre und eine Freude, mit Rainer und seinem großartigen Team zusammenarbeiten zu dürfen. Und wir sind alle sehr neugierig, was die Zukunft für uns und das Travel World Projekt bereithält. Wir freuen uns schon sehr darauf. Danke, Max. Danke für diese Information. Und ja, das klingt wie ein großes Kompliment für dich, Rainer, ganz offensichtlich. Ja, Max, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal dann persönlich. Also, machen wir weiter mit Tim. Denn Tim ist ja auch ein Reiseexperte und du bist verantwortlich für die Tourismusstrategie und auch für die Beschaffung bei Travel World. Was macht Travel World so einzigartig, so unterschiedlich von allen anderen? Also Chris, toll, dich wieder zu sehen. Ja, wir haben uns schon mal gesehen, ja genau. Ja, Travel World ist einzigartig, etwas ganz anderes, denn das ist so, wie wenn man ein maßgeschneidertes Auto anfertigt. So haben wir eine maßgeschneiderte Reiseplattform entwickelt. Und durch diese großartige Technologie von Max und Rainer sind wir in der Lage, uns direkt an die besten Reiseanbieter weltweit anzudocken. Wir haben überall Partner. Diese Partner reichen von kleinen Destination Management Unternehmen oder DMCs, wie wir sie nennen, bis hin zu großen Kooperationen mit Destinationen, die wir anbieten, oder kleine Familienhotels, bis hin zu großen Hotelketten. Und genau das macht uns anders als alle anderen Reiseplattformen auf dem Markt. Man kann Hotels in New York, Amsterdam, überall buchen, oder? Ja, und Rainer hat das auch erwähnt. Wir haben 1,5 Millionen Immobilien weltweit. Also 1- bis 6-Sterne-Hotels, nur das Zimmer oder All-Inclusive bieten wir an. Wir bieten billige Unterkünfte bis hin zu Villen an. Und von New York bis Ouagadougou kann man überall von uns Immobilien mieten. Was möchte Travel World für Lyconet und die MyWorld-Gruppe sein? Ja, wir möchten gerne den Lyconet-Marketern und der MyWorld-Gruppe insgesamt mit Dienstleistungen bedienen. Also wir sind für sie da. Und es ist sehr wichtig zu verstehen, dass unsere Partner solche Unternehmen wie uns natürlich als geschlossene Anwendergruppe sehen. Wir haben mehr Flexibilität. Man kann besondere Deals anbieten für White Labels, für unterschiedliche Gruppen, solange das natürlich in unserer Travel World Gemeinde bleibt. Aber nicht nur das. Wir sind auch eigentlich ein Reisebüro. Wenn Lyconet Marketer ein Event organisieren möchten, können wir für sie zum Beispiel einen Veranstaltungsraum, ein Hotel oder einen Transfer, einen Shuttle Service buchen. Also ihr könnt zu uns kommen, unser ganzes Team, wir sind alle ausgezeichnete Profis und wir können für euch anbieten, was ihr braucht. Ja, das klingt gut, wenn du darüber sprichst, aber wie sehen das die Kunden und Partner? Sind die mit eurem Service zufrieden? Ja, das sind sie, wirklich. Wir haben unsere Partner gefragt, was sie über uns denken. Und bei dieser Umfrage gab es eine überwältigende Reaktion. Unser technisches Team hat diese Umfrage zusammengestellt und leider hatten wir so viele Antworten, wir konnten gar nicht alle annehmen. Aber ich glaube, wir sollten uns das Ergebnis ansehen. Wir haben ein kurzes Video. Film ab. Ich bedanke mich bei allen für die Gelegenheit, hier mein Unternehmen und unsere Partnerschaft vorstellen zu dürfen.
Hallo Leute von Travel World, Grüße aus Mallorca. Ich freue mich, dass ich hier Teil sein kann dieser großartigen Kooperation und dass ich etwas beitragen kann zum Erfolg aller Reisenden, die Travel World nutzen. Wir heißen unsere Gäste von Travel World willkommen. Schauen Sie sich unsere Destinationen an. Wir arbeiten seit einem Jahr mit Travel World zusammen. Wir sind wirklich sehr stolz über diese Zusammenarbeit. Wir erwarten uns dieses Jahr eine großartige weitere Fortsetzung dieser Zusammenarbeit. Und wir werden Sie in all Ihren Herausforderungen unterstützen. Und wir wünschen Ihnen alles Gute für 2021. Bleiben Sie gesund und seien Sie willkommen in unseren Hotels. Das sind wirklich glückliche Partner und Klientinnen. Ja, ich möchte gleich meinen Koffer packen und schnell zum Flughafen fahren. Aber jetzt kommen wir zu Joyce. Joyce Mukeshimana, willkommen nochmals. Jetzt hören wir aus erster Hand, ob ihr wirklich gute Arbeit leistet. Und ich weiß, Joyce ist ja eine Frequent Travelerin und auch eine Klientin von Travel World. Wie hast du diesen Frequent Traveler Status erreicht? Ich glaube, Reisen ist für dich eine Leidenschaft. Ja, eine Leidenschaft. Ich bin natürlich eine Geschäftsfrau und ich reise geschäftlich, aber auch privat zu meinem eigenen Vergnügen. Ja, Travel World ist wirklich sehr einfach zu handhaben. Ihr Stil, die Präsentation, das Design, wie man buchen kann, das war alles ganz einfach. Und da wird wirklich alles vorbereitet und so ist es wirklich großartig. Ja, das ist der erste Schritt. Wenn man eine Reise plant, dann muss zumindest dieser Prozess einfach sein und so funktionieren, wie man sich das erwartet. Und das ist bei dir ja der Fall gewesen, im Fall von Travel World. Und wenn du in Zukunft reisen wirst, in Anbetracht der Zeiten, in denen wir leben, was meinst du da? Ich kann mir vorstellen, dass sehr viele Leute vielleicht etwas zögern, wenn es darum geht, eine Reise zu buchen. Kannst du diesen Leuten etwas sagen, um diese Ängste ihnen zu nehmen? Ja, bei Travel World, was die anders macht als die anderen Plattformen, ist, dass man hier gratis stornieren darf. Ja, gratis Storner sind da möglich und man bekommt Cashback, man bekommt Shopping Points. Also bei denen ist wirklich alles wirklich gut. Also man verliert kein Geld. Ja, und man kann auch Geld verdienen, denn wenn man dann Shopping Points bekommt, dann kann man die natürlich für die nächste Reise wieder verwenden. Danke, dass du das mit uns geteilt hast, Joyce. Und ich wünsche dir sicheres Reisen, gleich wohin dich deine Reisen bringen mögen. Rainer, vielleicht kannst du uns sagen, wo Travel World sich hin bewegen möchte in den nächsten 1, 2 oder 5 Jahren. Was ist deine Vision für Travel World? Wir möchten den ganzen Lebenszyklus der Reise abdecken. Bei der Buchung beginnend, dann braucht man natürlich einen Flug oder dann Transport vor Ort. Und im April gehen wir live mit unserer Booking Engine auch für Flüge. Und wir verbessern die Plattform ständig. Wir möchten dann auch Mietwagen anbieten oder auch Aktivitäten und Exkursionen. Wenn man, sagen wir mal, irgendwo einen Reiseleiter buchen möchte oder auch andere Transportmittel, Züge oder Busse und so weiter. Also kommen Sie immer wieder zur Travel World und ihr werdet sehen, dass wir unsere Dienstleistungen immer weiter verbessern. Also travelworld.com, wenn ihr reisen wollt, denkt an travelworld.com, dann seid ihr in guten Händen. Es war ein Vergnügen, euch hier zu haben. Danke Joyce, Tim und Rainer und auch Max, wenn du uns noch zusiehst. Und jetzt ist es an der Zeit, zurückzugehen zu Mario Capone. Danke, Chris. Und ich bedanke mich bei unseren Gästen von Travel World. Ich kann es kaum erwarten, über eure Plattform noch öfter zu buchen, denn ich weiß, dass das Reisen etwas ist, was die Menschen wirklich lieben. Gut, jetzt kommen wir zurück zu unserem Geschäft. Sprechen wir über den Erfolg. Ich weiß, dass Erfolg für jeden etwas anderes bedeutet. Für einige bedeutet es ein höheres Einkommen, ein schönes Auto,
Andere möchten einfach mehr Zeit mit ihrer Familie verbringen. Aber das Beste in unserem Geschäft ist doch, dass jeder ein erfolgreiches Leben führen kann, so wie er das hier sich vorstellt. Wir messen den Erfolg anhand der Anzahl der Shopping Points Plus. Je mehr Shopping Points Plus ihr habt, desto höher seid ihr auf unserer Karriereleiter. Und ihr könnt natürlich dann auch sehr viel verdienen. Ein höheres Einkommen, 500 Euro. Ihr könnt auch eine riesige Organisation führen und vielleicht 50.000 im Monat verdienen. All das ist möglich. Aber der wichtigste Schritt in unserer Karriere ist, dass man aktiv sein muss und beginnen muss zu arbeiten. Den ersten Karrierelevel erreichen und Teil des Teams zu sein, ist ein wichtiger Schritt in der Likeonet-Karriere. Ich möchte also diese Gelegenheit nutzen und allen unseren neuen Partnern in unserem Geschäft, allen neuen Marketern zu danken. Und ich habe einige Nachrichten von unseren 1000 neuen Consultants. Also schauen wir uns das mal an. Hallo, ich bin Maria Luisa, ich bin 19. Ich wurde in Angola geboren, in Portugal aufgewachsen. Jetzt wohne ich im Vereinigten Königreich. Ich mag Likeonet. Ich wollte auch meine Familie unterstützen, ihnen helfen. Und durch Likeonet kann ich das irgendwann auch erreichen. Und das sind wirklich großartige Leute, die ich überall kennenlernen durfte. Und ich glaube, Likeonet hat mir auch dabei geholfen, wirklich den Erfolg neu zu definieren. Erfolg bedeutet für mich jetzt auch Chancen für andere zu erzeugen. Ich bin Sharon, ich bin 21, ich komme aus dem Norden Italiens. Nach der High School arbeitete ich als Sekretärin. Aber dieses Abenteuer mit Likeonet begonnen, denn hier kann man wirklich mehr verdienen. Ich habe gerade Karrierelevel 2 erreicht und das bedeutet für mich sehr viel. Warum? Durch diese Erfahrung mit Likeonet habe ich gemerkt, dass junge und ehrgeizige Menschen wie ich die Möglichkeit haben, auch selbstständig zu werden. Ich heiße Sophia Rodrigues, ich bin 21, ich komme aus Lissabon in Portugal. Ich bin im Managementbereich tätig und vor 2 Jahren lernte ich diese Gelegenheit kennen und ich habe dann begonnen, mein eigenes Unternehmen aufzubauen. Ich wollte etwas machen, was ich neben dem Studium machen konnte. Likeonet war wirklich eine großartige Gelegenheit, wo ich für mich und für meine Ziele arbeiten kann. 2020 habe ich Karriere Level 3 erreicht. Wenn man dran glaubt, es visualisiert und die Maßnahmen darauf ausrichtet, dann kann man alle Ziele erreichen. Als junges Mädchen, das die ersten Ergebnisse erzielt hat, ja, das bedeutet, man muss an sich glauben und diese Erfahrung wirklich leben. Wenn nicht, dann könnt ihr immer noch sagen, ich habe es zumindest versucht. Was ich gelernt habe, ist, ohne Team kommt man nirgendwo hin. Ich bedanke mich bei euch allen, dass ihr uns unterstützt habt. Danke für diese großartige Gelegenheit. Gut, ich gratuliere nochmal allen. Die Grundlage für den Erfolg ist, dass man ehrgeizig ist, dass man an sich glaubt und dass man hart arbeitet. Und natürlich muss man immer seine Fertigkeiten weiterentwickeln. Und um euch dabei zu helfen, Events und Schulungsseminare abzuhalten. Ja, wir arbeiten mit den weltbesten Trainern zusammen und einer von ihnen ist Eric Worre. Eric, bist du noch da? Ja, Mario, ich bin noch bei euch. Also, Eric, du hast das Wort. Ja, danke, Mario. Ich möchte über Unternehmertum sprechen, über Gelegenheiten und über Leadership, über Führungsqualitäten. Denn ich glaube, wenn wir ganz ehrlich sind und uns die Welt heute ansehen, dann ist es doch so, dass jeder gemerkt hat, wie wichtig 2 Dinge sind. Und wenn sie das noch nicht getan hatten, dann sollten sie das bald. Erstens, die Fähigkeit, flexibel Einkommen erzielen zu können. Dass man von zu Hause, wenn notwendig, auch ein Einkommen erzielen kann. Die Fähigkeit, dass man nicht an ein bestimmtes Büro gebunden ist oder einen bestimmten strukturellen Rahmen gebunden ist, sondern dass man flexible und skalierbare Geschäftsmöglichkeiten hat. Der zweite Punkt ist, ich glaube, die Menschen haben gemerkt, dass es besser ist, selbstständig zu arbeiten, als für andere zu arbeiten. Es ist besser, ein Unternehmer, eine Unternehmerin zu sein, als ein Angestellter.
Sehr, sehr viele Menschen sagen, ich habe satt, mich für 10% dessen, was ich wert bin, an einen Unternehmer zu verkaufen. Ich möchte lieber selbst etwas Risiko auf mich nehmen, sehr viel Arbeit leisten und vielleicht auch mein eigener Boss werden kann, selbstständig werden kann. Ja, und insbesondere in dieser Pandemie, die wir ja alle jetzt durchgemacht haben, ja, möchte man natürlich die Kontrolle über das eigene Leben selbst haben und nicht in die Hände eines anderen legen. Ich glaube, das Unternehmertum ist der beste Weg. Ich habe sehr viele Freunde, die Unternehmer sind, sehr viele erfolgreiche Menschen. Und vor kurzem hat Magic Johnson, die NBA-Legende, bei einem meiner Events teilgenommen. Er sprach dort über Unternehmertum und wie wertvoll das ist und dass man als Unternehmer auch denken muss. Und ich wollte, dass ihr euch das anhört, bevor ich was anderes sage. Also hört euch das an und dann komme ich gleich wieder. Ja, ich begann mit meiner Marke auf dem Basketballfeld. Ich habe alle Meisterschaften gewonnen, aber ich werde euch das jetzt kurz nochmal erzählen. In der 2. Klasse, 3., 4., 5., 6., 7., 8. und 9. Klasse. Und jetzt bin ich in einer Highschool, die für Basketball eigentlich nicht sehr bekannt war. Ein echter Leader, eine Führungspersönlichkeit wird verstehen, wie man gewinnt, und zwar trotz allem. Gibt es da sehr viele Leader im Raum? Okay. Also wenn die Situation wirklich trübe aussieht, wenn der Markt kollabiert, gleich was die Umstände sein mögen, Führungspersönlichkeiten, echte Leader, gewinnen trotzdem, trotz allem. Also, ich bin in dieser Highschool, die jetzt für Basketball nicht gerade bekannt war. Und das Erste, was jeder gesagt hat, unmöglich, dass Irvin Johnson hier diese Highschool umdrehen kann und einen Winner aus denen machen kann. Und ich liebe es, wenn Leute sagen, ich schaffe das nicht. Denn sehr viele Leute sagen, ja, ihr könnt kein Millionär werden im Jahr 2020. Ja, ich habe die Statistik gesehen, aber wir werden es Ihnen zeigen, dass es doch geht, oder? Werden wir es Ihnen zeigen? Na und wie? Also, im ersten Jahr habe ich diese Schule ins Viertelfinale gebracht und das Lustige war, wir haben dann, keiner konnte das glauben, dass wir in 8 Spielen nie geschlagen wurden. Wie kann eine Highschool 8 Spiele gewinnen und nie verlieren? Dann haben wir gegen eine Schule in Michigan gespielt. Das war eine Schule, die wirklich in der Meisterschaft mitgemacht hat und wir haben sie im Auswärtsspiel besiegt. Ja, und damals habe ich 38 Punkte, 15 Rebounds und 38 Assists gemacht. Das war mein erster Triple-Double. Ja, und dann kam ein Sportjournalist und er sagte, weißt du was? Du hast so gut gespielt, ich muss dir einen Spitznamen geben. Ja, einiger heißt schon Dr. J, einiger heißt schon Biggie. Ich nenne dich Magic, okay? Also, so habe ich dann meinen Spitznamen bekommen. Also, das Lustige ist, wenn man 15 ist, dann lacht man darüber. Ja, das wird sich nicht halten. Aber ja, er hatte recht gehabt und ich nicht. Denn 2 Jahre später haben wir in unserem Bundesstaat die Meisterschaft gewonnen und haben es allen gezeigt. Und jetzt komme ich ins College. Alle besten Schulen wollten mich rekrutieren. Aber ich wollte nicht so weit weg. Ich habe 6 Schwestern, 3 Brüder. Ich wollte auch meine Familie sehen. Ich war also in Michigan State. Ich bin in Michigan geblieben. Die waren Basketball nicht sehr gut, aber nicht sehr berühmt. Und die haben sich gedacht, ja, mit seiner Größe, weniger als 2 Meter, kann man nicht Point Guard spielen. Ne? Da kann man kein Aufbauspieler sein. Also Byron, der hat mir gesagt, na, unmöglich. Mit deiner Größe kannst du nicht Aufbauspieler oder Point Guard sein, mit deiner Größe im College Basketball. Also ich war entschlossen, es ihnen zu zeigen. Im ersten Jahr sind wir also in die letzten 8 gekommen. Wir haben gegen Kentucky verloren. Ich habe mich dann entscheiden müssen, ob ich ein Profi werde oder nicht. Aber das ist für euch alle wichtig. Die Selbstevaluierung ist sehr wichtig. Schreibt euch das auf. Alle hier
müssen ja ihr Unternehmen und sich selbst genau anschauen, eine SWOT-Analyse machen. S steht für die Stärken, W steht für die Weaknesses, die Schwächen. O steht für die Opportunities, die Gelegenheiten, die Chancen. Und T für die Gefahren, Threats. Eine SWOT-Analyse müsst ihr immer machen im Hinblick auf euer Unternehmen, und zwar zweimal im Jahr, und auch eure eigenen Führungskapazitäten müsst ihr auch bewerten. Ihr solltet in der S, im S-Quadranten sehr viele Stärken entwickeln. Wenn ich in diesem Jahr, sagen wir 2019, irgendwo in einer Kategorie schwach war, dann möchte ich im nächsten Jahr in dieser Kategorie stark sein. Die Selbstevaluierung ist ganz schwierig, das Schwierigste überhaupt für uns. Aber wenn ihr im Unternehmen und im Leben Erfolg haben wollt, dann müsst ihr verstehen, was eure Stärken und eure Schwächen sind und die Chancen, damit euer Unternehmen wachsen kann. Ja, ich habe diese Talente, mit denen Gott mich gesegnet hat, genutzt. Und mit den Lakers haben wir dann 5 NBA Championships gewonnen. Wir waren 9-mal im Finale in 12 Jahren. Ja, und dann musste ich eine große Entscheidung treffen. Was werde ich mit meinem Geld machen? Ja, ich habe gedacht, das, was ich auf dem Basketballcourt geschafft habe, möchte ich auch im Business schaffen. Also das, was mich als Basketballspieler erfolgreich gemacht hat, habe ich in die Vorstandsetage mitgebracht. Ich bin sehr diszipliniert. Man muss diszipliniert sein im Business. Jeden Tag stehe ich um 4 Uhr auf. Heute Morgen stand ich um 4 Uhr auf. Ich trainiere dann immer eine Stunde Cardio, eine Stunde mit den Gewichten und dann bin ich den ganzen Tag im Büro. Ich lege mich früh hin. Ich bin Unternehmer. Nach 8, 8.30 ist mir alles schnurzpiepegal. Ist mir wirklich egal. Aber mein Ziel im Leben war, während des Schlafs Geld zu verdienen. Schreibt euch das auf. Geld verdienen, während ihr schlaft. Ja, das sollte eines Tages euer Ziel sein, im Schlaf Geld verdienen. Ich habe also in Dinge investiert, wo man Geld verdienen kann, während man schläft. Das Erste, was ich tun konnte, war, dass ich meine Hausaufgaben gemacht habe. Ich habe recherchiert. Das waren die wichtigen Dinge. Die Hausaufgaben und Recherche. Zunächst mal brauchte ich Mentoren, denn das war ein neues Feld für mich, eine neue Arena. Ja, ich war kein Unternehmer. Ich kannte mich beim Business nicht aus. Also ich habe die Informationen von den erfahrenen Leuten, die Leuten mit Saisontickets eingeholt, CEOs von Unternehmen. Ich bin mit denen Mittagessen gegangen. Niemand hat Nein gesagt, das war also cool. Also ich habe von denen Informationen bekommen, wie man ein Unternehmen startet, wie man ein Unternehmen managt. Denn ja, ein Unternehmen starten ist das eine, aber man muss es natürlich auch erfolgreich betreiben, nicht? Und ja, bevor ich hier weggehe, müsste ich euch noch sagen, dass jeder, der an sich glaubt, zeigt auf. Okay, gut, cool. Jeder, der an seine Strategie für sein Geschäft glaubt, steht bitte auf. Okay, 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 okay. Gut, okay, okay, gut. Jeder, der jetzt 2020 ein Millionär werden möchte, klatscht bitte. Hey, ich kann euch kaum hören. Ich glaube, die meisten Leute wären überrascht zu erfahren, dass Magic Johnson ein Milliardär wurde als Unternehmer, nachdem er eine Basketballlegende war. Er hat sich neu orientiert. Sein Körper konnte auf NBA-Niveau nicht mehr performen, also musste er sich neu orientieren. Einige von euch hatten vielleicht plötzlich andere Umstände und mussten sich auch neu orientieren, eine neue Gelegenheit finden und diese ergreifen.
Ihr hört hier heute noch mehr über Likeonet, eine unglaubliche Chance, die sich euch bietet. Ich habe mit denen schon seit vielen Jahren zusammengearbeitet. Ich respektiere die wirklich. Die können sich ständig neu orientieren. Und die haben es so einfach gemacht für euch. Die haben die Dinge so einfach organisiert. Und ich glaube, die Einfachheit hilft den Menschen dabei, das auch zu skalieren, expandieren. Komplikation ist der Feind des Hochskalierens. Alle Unternehmen, die schnell gewachsen sind, die hatten im Kern die Einfachheit. Das Gleiche gilt auch hier. Das Unternehmen hat wirklich sehr große Arbeit geleistet und die Pandemie hat dazu geführt, dass sie sich jetzt auf noch mehr Einfachheit konzentrieren mussten, damit ihr leichter euer Unternehmen expandieren lassen könnt. Wenn ihr euch das zum ersten Mal anschaut, möchte ich euch Folgendes mitgeben. Ich helfe Menschen dabei, Gelegenheiten zu finden und diese zu maximieren. Und ich mache das seit 33 Jahren. Und ich werde euch sagen, was ich allen sage, wenn es darum geht, sich für etwas zu entscheiden. Es gibt 5 wichtige Elemente, wenn es um Entscheidungen geht für irgendein Unternehmen. Das erste Element ist das Unternehmen. Hat das Unternehmen eine Erfolgsbilanz? Haben sie die Leadership? Haben sie auch das Geld? Haben sie die Erfahrung, damit sie euch dann in dieser sich radikal veränderten Welt anleiten können und euch den Weg nach vorn zeigen können? Denn nicht jeder überlebt diesen Wandel. Also schaut euch mal Likeonet in der Perspektive an. Schaut euch die Eigentümer an, schaut euch die Preise an, schaut euch an, mit wem die arbeiten, mit welchen Sponsoren sie arbeiten, in allen möglichen Sportorganisationen, weltweit Unternehmen, Organisationen. Schaut euch an, was die im karitativen Bereich alles erreichen. Schaut euch das Management-Team, schaut euch die Expertise an, ihre Kapazitäten, ihre globale Reichweite. Schaut euch das mal ordentlich an. Und wenn ihr euch dann denkt, dass ihr überzeugt seid, dass die in Zukunft ein guter Partner für euch sein können, wenn es darum geht, ein Unternehmen aufzubauen und damit sie euch dann auch Dienstleistungen anbieten können, damit ihr euer Geschäft expandieren lassen könnt, dann ist das die richtige Firma. Und was sind die Produkte und Dienstleistungen, die die Firma anbietet? Was ist die Lösung, die sie anbieten? Gibt es ein Bedürfnis für das, was das Unternehmen zu bieten hat? Erfüllt das Angebot diese Bedürfnisse? Ist der Preis der richtige und kann man damit auch Gewinne machen? Also welche Probleme löst Likeonet mit seinem Angebot? Was löst Likeonet für die Kunden, für die Händler? Was löst es für die Marketer? Damit man weltweit ein Geschäft aufbauen kann. Gibt es die Notwendigkeit? Gibt es ein Bedürfnis? Und haben Sie die richtigen Preise? Kann man damit auch Gewinne machen? Und dann noch den Vergütungsplan. Kann man damit auch Geld verdienen? Ja, das ist vielleicht ein unglaubliches Produkt, aber man kann vielleicht kein Geld damit verdienen. Man bewundert vielleicht Tesla oder man bewundert Amazon oder vielleicht auch Microsoft, aber wenn ihr kein Geld damit verdienen könnt, indem ihr Kunden empfiehlt, den Leuten empfiehlt, diese Produkte zu verwenden, dann seid ihr einfach nur ein Verbraucher. Aber schaut euch den Vergütungsplan an. Kann man da schnell Geld verdienen? Kann man da auch ein signifikantes Teilzeiteinkommen erreichen? Kann man da auch viel Geld verdienen, wenn ihr große Ziele habt? Also ich glaube, wenn ihr euch das ansieht, dann werdet ihr sehen, dass die Antwort auf diese Fragen sehr überzeugend klingen. Also Firma, Produkt, die Lösung, die Vergütung und der vierte Punkt ist die Unterstützung, die angeboten wird. Welche Unterstützung wird angeboten? Schulungen, Ehrungen, Marketing, Anreize. Auch das Backoffice, internationale Expansionsmöglichkeiten, Beziehungen, Verbindungen, Sponsoren. Welche Unterstützung bieten Sie an? Denn ihr werdet natürlich dieses Unternehmen, wenn ihr hier mitmacht, all diese Dinge, die das Unternehmen anbietet, auch für euer Wachstum nutzen wollen. Gibt es eine Struktur, die euch unterstützt?
Ja, und während der ganzen Sensation, glaube ich, sollte die Antwort offensichtlich sein. Und der fünfte Punkt, also die Firma, die Lösungen, der Vergütungsplan, die Unterstützung. Und der fünfte Punkt ist das Timing. Das Timing ist im Geschäftsleben immer sehr wichtig. Bietet die Firma eine Lösung, die zu unseren Zeiten passt, in denen wir leben? Was funktioniert denn heute besser als virtuelle Geschäftsmöglichkeiten? Was funktioniert besser als Online-Commerce? Was funktioniert besser als Mundpropaganda? Wenn wir uns all die Trends weltweit ansehen, von zu Hause arbeiten, wenn man das alles in ein Paket gießt und das den Leuten dann anbietet als flexible Lösung, um schnell zu wachsen. Ich glaube, die Zeiten sind unglaublich geeignet dafür. Die ganze Welt sucht nach dem, was Likeonet anbietet. Ihr müsst nur entscheiden, ob das zu euch passt. Also sucht die Antworten auf diese Fragen. Das richtige Unternehmen, Produkte, Lösungen, die Vergütung, die Unterstützung und das Timing. Und wenn ihr dann überzeugt seid, nachdem ihr die Hausaufgaben gemacht habt, die Due Diligence, sobald ihr diese Überzeugung gewonnen habt, dann geht es nur mehr darum, wie das in euer Leben passt. Und der, der euch eingeladen hat, hier mitzumachen, kann euch dabei helfen, die nächsten Schritte zu tun und dann schauen, ob es zu euch passt oder nicht. Aber für die meisten Leute gibt es hier einen Platz. Als Verbraucher natürlich, warum nicht? Als Merchant, als Händler, wenn ihr ein Unternehmen habt, wo ihr mehr Frequenz braucht, als Marketer, wo ihr ein Netzwerk aufbauen könnt und ein Teilzeiteinkommen erzielen könnt, ihr müsst euch die Frage stellen, wo ihr da reinpasst. Ihr könnt alles oder nichts machen. Es geht nur darum, was für euch am besten ist. Aber Folgendes ist wichtig. Ja, meiner Meinung nach sollte jeder ein Kunde werden. Die Händler, die Merchants sollten natürlich auch alle hier mitmachen. Und wenn ihr selbstständig werden wollt, dann werdet Marketer. Marketing Agency, Global Marketing Agency. Was Likeonet anzubieten hat, diese Marketing Agency, die hat wirklich etwas Einzigartiges zu bieten. Und zwar etwas ganz anderes als jedes andere Unternehmen. Ihr habt hier die Möglichkeit, ein Team aufzubauen, ein Team von anderen Marketern zu gründen. Zusätzlich zu diesem riesigen Netzwerk von Kunden könnt ihr auch ein Team von Marketern aufbauen. Und dadurch erhaltet ihr einen Hebel. Aber um das zu tun, müsst ihr euch selbst zu einer besseren Führungspersönlichkeit, zu einem Leader entwickeln. Und John Maxwell, ein Freund von mir, ist ein wirklich unglaublich guter Coach und Trainer, der Führungskräfte weltweit ausbietet, vielleicht sogar die Nummer eins weltweit. Und er war vor kurzem bei einem meiner Events und sprach über Leadership. Und ich möchte, dass ihr euch anhört, was er über Leadership zu sagen hat. Stellt euch vor, ihr seid dieser zukünftige Leader, diese oder eine bessere zukünftige Führungspersönlichkeit. John Maxwell. Leading ist wichtig. Und nebenbei bemerkt, jeder, der heute hier ist, ihr seid alle Leader, ihr seid alle Führungskräfte. Wenn man Leute beeinflussen kann, dann ist man ein Leader. Darum geht's. Leadership, da geht's um Einfluss. Nichts mehr und nicht weniger. Euer Ziel im Leben besteht darin, dass ihr euren Einfluss auf Leute verstärkt. Ihr könnt Leute natürlich nicht weiterführen, als ihr selbst bereit seid zu gehen. Die Frage ist also, kann ich und werde ich das tun? Wie sehr engagiere ich mich zum Beispiel fürs persönliche Wachstum, für die persönliche Weiterentwicklung? Ich habe vor fast 50 Jahren im Bereich Leadership begonnen. Eine sehr lange Zeit, oder? Ach du liebe Güte. Und der Grund, warum ich begann damals, war ganz einfach. Anfang meiner 20er habe ich mir gedacht, alles ist abhängig von Leadership. Ich habe das wirklich vollgeschluckt. Ich habe mir das ganz zu eigen gemacht. Leadership macht einen Unterschied. Mit gutem Leadership ist alles gut, mit schlechter Leadership alles schlecht. Und sobald ich von dieser Wahrheit überzeugt war, da habe ich mir das Ziel gesetzt, dass ich das auch unterrichten möchte. Denn wenn Leadership wirklich der Schlüssel ist, je besser ich führe,
desto mehr ich darüber lerne, desto besser werde ich. Und Nightingale hat gesagt, wenn man jeden Tag eine Stunde damit zubringt, das Gleiche zu tun, wird man in ein paar Jahren ein Experte. Und ich habe mir gedacht, ja, ich möchte ein Experte im Bereich Leadership werden. Und jeden Tag habe ich dem Thema eine Stunde gewidmet. Manchmal habe ich es geübt, habe Leadership-Fragen gestellt, habe mit Leadern gesprochen. Manchmal habe ich Experimente gemacht, aber ich habe immer Leading, Leading, Leading praktiziert. Und das Interessante ist, Nightingale hat gesagt, in 5 Jahren bin ich ein Experte. Ich habe mir gedacht, ja gut, in 5 Jahren bin ich ein Experte, aber das ist natürlich nicht passiert. Deswegen bin ich noch immer mit dem Thema Leadership befasst. Ich habe etwas entdeckt, aber das sage ich euch gleich, was das ist. Ich begann also diese 5 Jahre und ja, im ersten Jahr, 2, 3, 4, ich habe einen Countdown gemacht, ich komme immer näher, gleich bin ich ein Experte. Und auf halbem Weg, da passiert etwas in mir, da gab es einen Wandel in mir. Ich habe meine Führungstalente und Fertigkeiten weiterentwickelt. Ich wurde wirklich gut dabei. Und sobald man dieses persönliche Wachstum erfährt, hört man auf, die Frage zu stellen, wie lange wird das noch dauern? Das ist einfach überhaupt nicht mehr interessant. Man stellt dann die Frage, wie weit kann ich denn gehen? Und ich habe mir gedacht, hey, bei diesem Leadership-Zeug, wie weit kann ich es denn da bringen? Und das Interessante ist, ich habe keine Ahnung. Ich bin noch nicht am Ende angekommen. Ich lerne immer noch dazu. Ich habe so viele Bücher geschrieben. Mein erstes Leadership-Buch, als das fertig war, habe ich mir gedacht, okay, abgehakt. Aber dann habe ich mir gedacht, ja, da gibt es ja noch was. Das habe ich nicht gewusst. Noch ein Leadership-Thema. Das muss ich auch noch weiter erforschen. Und ja, je mehr man weiß, desto mehr weiß man, dass man nichts weiß. Und dann möchte man natürlich mehr lernen und noch dazu lernen. Aber es gibt hier keine Ziellinie, die man überqueren kann. Ich habe eine Reihe von Büchern geschrieben. Also wenn ich all diese Bücher, die ich noch schreiben möchte, werden es über 100 sein. Ich habe eine Liste, die ich abarbeite. Und ich möchte auch ein Buch schreiben mit dem Thema, ist there a finish line? Gibt es eine Ziellinie? Für einige Leute ist die Antwort ja, für andere nein. Und für die, die sagen, ja, es gibt eine Ziellinie, mit 65 gehe ich in Pension oder so, ja, dann überqueren Sie diese Ziellinie. Aber das Problem ist, sobald man die Ziellinie überquert hat, das ist wie ein IQ-Test, sobald man die Ziellinie überschritten hat, ja, dann bin ich fertig. Aber was ist denn so toll dran, fertig zu sein? Ja, die Leute sind dann einfach fertig. Ja, die haben noch Möglichkeiten, die haben noch Potenzial, gute Jahre, die noch vor ihnen liegen, und die sind dann einfach fertig. Und ich denke mir, wow, die sind schon tot, die haben es noch nicht gemerkt. Also ich glaube nicht, dass es eine Ziellinie gibt. Also ich glaube, wir wurden geschaffen, um uns weiterzuentwickeln, zu wachsen, besser zu werden, zu expandieren und unser Potenzial zu erreichen. Und ich glaube, wir machen einfach immer weiter. Und ich glaube, der ideale Tod wäre, dass man immer noch läuft, dass man weiterläuft. Also die Frage, die sich stellt, ist, es wurde euch eine Gelegenheit präsentiert. Sie haben über den Wert des Unternehmertums gehört und ihr schaut euch an, ob das zu euch passt. Ihr habt da einige Tipps und Ideen bekommen, wie ihr ein besserer Leader werden könnt. Und jetzt geht es nur mehr darum, was seid ihr bereit dafür zu tun? Und ich glaube, man muss in der heutigen Gesellschaft mutig sein. Ich glaube, Erfolg liebt Geschwindigkeit. Leute, die Ja sagen, sagen es der Welt, und dann werden sie dafür belohnt. Und alle anderen planen, planen, planen. Aber es gibt Leute, die handeln. Und das sind die Leute, die den größten Nutzen daraus ableiten. Das ist eine magische Gelegenheit. Ihr habt wirklich eine großartige Chance. Aber was seid ihr bereit dafür zu tun? Ich hoffe, ihr seid bereit zu handeln. Und ich weiß, ja, ich bin ja kein Teil des Unternehmens, ich bin ein Freund des Unternehmens und ich weiß das ganz bestimmt. Das Unternehmen wird euch gute Dienste leisten, wenn ihr mit ihnen arbeiten wollt. Also, zurück zu dir, Mario. Ja, danke, Eric. Vielen Dank, Eric. Eine tolle Rede, ein großartiger Vortrag. Du bist immer eine solche Quelle der Inspiration für alle. Ja, wir hören uns später.
Später kommen wir wieder aufs Incentive-Programm zu sprechen. Je höher der Karrierelevel, desto mehr Einkommen, desto mehr Anerkennung. Und jetzt kommen wir zum Ambassadors-Team. Karrierelevel 4, 5 und 6. Und ja, wir gehen wieder an die Bar. Zeit, an die Bar zu gehen. Hallo. Ja, wir hätten gern einen Special Drink für die neuen Ambassadors. Ja, aber zunächst einmal gratulieren wir allen neuen Ambassadors. Carry Level 4, 5 und 6. Ihr seid wirklich großartig. Absolut. Prost. Prost euch allen. Ich gratuliere euch. Gesundheit. Hope for next time. Ja, beim nächsten Mal können wir dann hoffentlich euch direkt und persönlich ehren. Je höher der Karrierelevel, desto besser die Incentives. Und wir haben ein tolles Recognition Program. Und diese Ehrungen machen wir immer an den großartigsten Orten am ganzen Planeten. Und dafür haben wir ein cooles Video für euch vorbereitet. Toll. Das Großartige an unserem Geschäft ist doch, dass das jeder machen kann, egal wie alt ihr seid, wo ihr wohnt. Wir haben wirklich so viele großartige Beispiele. Alles ist möglich. Ihr müsst nur eine klare Entscheidung treffen. Ich habe auch einige Botschaften unserer neuen Ambassadors. Hallo, ich heiße Giorgia Tigre, ich bin 30 Jahre alt, ich komme aus Brasilien, aber derzeit lebe ich in Portugal. In Brasilien habe ich im Vertrieb gearbeitet, ich war nicht mehr zufrieden mit meiner Situation und dann habe ich eben beschlossen, mich zu verändern. Das war eine große Herausforderung, nach Portugal zu kommen und dort von Anfang an neu zu beginnen. Aber da hat sich dann alles verändert, denn ich habe Leikanet kennengelernt. Hallo, ich bin Marina Fischler. Ich wohne in der Nähe von Basel in der Schweiz. Ich arbeite im Bereich Administration und Buchhaltung. Ich habe mit Leikanet begonnen, denn ich wollte eine alternative Einkommensquelle und ich wollte auch vom Staat und von meinem Arbeitgeber unabhängig sein. Ich bin Francesco Manzani. Ich wohne in Italien, in Pistoia. Ich bin 49 Jahre alt. Ich habe auch eine Familie. Mein Großvater und mein Vater haben für Generali, eine Versicherungsgesellschaft, gearbeitet. Vor 7 Jahren hat mir ein Freund, ein großartiger Mensch, die Gelegenheit von Leikanet zum ersten Mal vorgestellt. Heute bin ich Karrierelevel 4 und jeden Tag weiß ich, dass ich beim richtigen Unternehmen, bei den richtigen Leuten bin und auch zum richtigen Zeitpunkt. Ich bin derzeit Karrierelevel 5 und das zeigt mir, dass das System funktioniert, wenn man sich wirklich die Zeit nimmt und sich wirklich aufs Geschäft fokussiert. Ich habe ca. 11.000 Euro verdient in den letzten paar Monaten. Mein Leben hat sich wirklich extrem zum Besseren gewendet. Ich glaube,
Wir sollten uns alle mit Network Marketing und mit NikeNet befassen, denn dieses Netzwerk ist nicht eine großartige Aktivität, die einen in die Lage versetzt, wichtige Ziele zu erreichen. Man muss die Zeit richtig managen, man muss sein Leben in die Hand nehmen und man muss professionell agieren. Also, gebt eure Träume nicht auf, sie warten auf euch. Verwirklicht eure Träume und glaubt an euch. Ihr verdient ein besseres Leben. Beim Leben geht es nicht nur um Arbeit und Rechnungen zahlen. Das Leben ist viel mehr als das. Und bei NikeNet seid ihr nicht allein. Mit Arbeit und Ausdauer werdet ihr sehr weit kommen. Glaubt mir, es funktioniert. Ja, danke für diese großartige Botschaft und nochmal, ich gratuliere all unseren neuen Ambassadors. Diese wunderschönen Damen sind jetzt zu uns gekommen und ja, als Ambassador bekommt man natürlich auch schöne Geschenke. Auf Level 4 bekommt ihr ein wunderschönes Schreibset von Montblanc. Karriere Level 5. Wenn ihr das erreicht, dann laden wir euch ein zu unserem außergewöhnlichen Leader-Seminar. Und das schönste Geschenk ist natürlich unsere Breitling-Uhr für alle, die Karriere Level 6 erreicht haben. Und für Damen und für Herren gibt es natürlich unterschiedliche Uhren. Karriere Level 4, 5 und 6, das ist der Augenblick, wo die Marketer sich entschließen, das als hauptberuflichen Weg zu verfolgen. Und diese Ehrungen sind immer sehr emotionale Momente. Und für die Ehrungen verwenden wir auch eine großartige Infrastruktur, unser Elite-Club. Wir sind in der Elite-Club-Bar, aber der Elite-Club hat noch mehr zu bieten. Wir sehen uns jetzt einen Film vom Elite-Club an. Die besten Angebote. Erforschen, träumen, entdecken. Es ist Zeit, sich zu verwöhnen. Der Elite-Club. Sieht gut aus, oder? Ja, echt. Der nächste Gast wartet gleich um die Ecke her und Mario, wir sehen uns gleich wieder. Vielen Dank, meine Damen. Na gut. Also, wenn wir über den Elite-Club sprechen, der Elite-Club gibt uns die Möglichkeit, dass unsere Mitglieder ihr Geschäft noch schneller wachsen lassen können. Sie können die Einrichtungen nennen, das Clubhaus, die Jets, die Yachten, damit sie ihr Team schulen oder die neuen Marketer inspirieren. Mein Gast heute ist der Business Manager des Elite-Clubs. Und Ihre Aufgabe ist es, den Elite-Club auf den nächsten Level zu bringen. Hallo, Elena Krumova. Ja, danke, dass du mich hierher gebracht hast. Eine tolle Location. Wunderschön, oder? Ja, das ist eines der Autos des Elite-Clubs. Ja, wunderbar. Gut, deine Aufgabe ist es, den Elite-Club auf den nächsten Level zu bringen. Was können die Mitglieder sich von dir erwarten? Das war ein schwieriges Jahr, das wir hinter uns gebracht haben, aber wir waren immer sehr geschäftig, hatten immer sehr viel zu tun. Die Interessen unserer Mitglieder sind für uns natürlich am wichtigsten, deswegen haben wir uns entschieden, die Infrastruktur des Elite Clubs auszuweiten. Unsere Mitglieder können sich also sehr viel von uns erwarten. Und aufgrund unserer Interaktionen mit den Elite Club-Mitgliedern haben wir dann beschlossen, noch mehr Produkte und Dienstleistungen anzubieten, und zwar Elite Club Deals. Und derzeit arbeiten wir an einer neuen Website, einer neuen Plattform, wo die Mitglieder diese Deals finden können. Das ist also so ähnlich wie die Benefit Lounge für die Kunden oder der Benefit Store für die Marketer. Ja, genau. Also was für Produkte können die Mitglieder denn dort erwarten? Wir planen eine große Bandbreite von Produkten. Es gibt Luxusprodukte, auch mittelpreisige Produkte, aber immer mit Benefits, immer mit Vorteilen versehen. Sie können dann also alle möglichen Alltagsprodukte, die Sie auch im Alltag verwenden können, kaufen können. Und natürlich auch Luxusprodukte und Erfahrungen und auch Dienstleistungen, die wir anbieten. Also all diese Produkte stellen wir zur Verfügung. Das klingt toll. Ja, was jetzt das Business anbetrifft.
Sehr viele Leute beginnen ja als Mitglied im Elite-Club, um ihr Geschäft auszuweiten. Sie möchten die Einrichtungen, das Clubhaus, die Yachten und die Jets nutzen. Was können Sie denn noch erwarten? Ja, das habe ich gemeint. Wir expandieren unsere bestehende Infrastruktur. Wir bieten Ihnen ja schon sehr viele Möglichkeiten. Die Clubvilla in Saloniki, dann Sie können den Jet oder die Yachten buchen und so weiter. Aber wir planen noch mehr, damit Sie dann auch nächstes Jahr eine Garage, eine Halle erwarten können. Nächstes Jahr oder dieses Jahr? Ja, kommt drauf an. Schauen wir mal. Aber wir versuchen jetzt also auch andere Einrichtungen anzubieten, wo Sie Ihr Unternehmen ausweiten können und wo Sie in einer luxuriösen Atmosphäre networken können. Ja, mir gefällt die Idee der Garage, dieser Mehrzweckhalle. Das ist doch der Grund, warum wir hier sind. Das Konzept ist großartig und ich persönlich hoffe, dass wir das in der zweiten Hälfte des Jahres schaffen werden, wenn diese Corona-Pandemie endlich vorbei sein wird. Unsere Mitglieder können dann diese Infrastruktur, diese Garage, diese Halle für ihre Events nutzen, für die Ehrungen, für ihre neuen Karrierelevels. Ja, genau, das ist der Plan. Sie können das dann täglich nutzen oder vielleicht auch für besondere Events. Und Sie können natürlich auch dort Autos mieten, damit Sie auch zu Events kommen können oder auch irgendwo hinreisen. Die Elite-Club-Mitglieder hatten es sehr schwer, wie alle anderen. Was könnt ihr für sie tun? Was könnt ihr ihnen bieten? Ja, das stimmt. Ich halte meine Karten bedeckt, aber vielleicht darf ich doch schon einige Geheimnisse enthüllen. Wir möchten die Mitgliedszeit auf ein weiteres Jahr verlängern für die Mitglieder, denn die hatten es wirklich sehr schwer. Und wir möchten sie natürlich auch belohnen für ihre Treue, Loyalität und Unterstützung. Ein Jahr gratis für alle Mitglieder, toll. Ja, für alle bestehenden Mitglieder ein Jahr gratis. Ja. Gut, der nächste Schritt. Ja, der nächste Schritt ist die neue Infrastruktur, die neuen Deals, die neuen Plattformen und ja, ich habe auch noch einige andere Überraschungen, aber die möchte ich jetzt noch nicht enthüllen, damit die Leute sich auch noch auf was freuen können. Sie können sich wirklich viel erwarten, denn unser Motto ist ja, nur das Außergewöhnliche ist gut genug. Also wir können uns alle gemeinsam auf eine sehr schöne Zukunft freuen. Klingt toll. Ich freue mich darauf. Vielen Dank, Miglena Krumova, und jetzt wieder zurück zu Mario Köppun. Danke. Danke, Hubert. Ja, der Elite Club ist wirklich toll, insbesondere wenn man ihn für Trainings und Events mit dem Team nutzt. Jetzt kommen wir zu den höchsten Career Levels, dem President's Team. Die haben ein erfolgreiches Geschäft aufgebaut und haben finanzielle Unabhängigkeit erreicht. Sie sind tolle Teamleader und sind eine Inspiration für andere. Aber hinter jedem President gibt es auch eine Story. Und ich möchte drei dieser tollen Stories mit euch heute teilen. Willkommen. Unsere Presidents beginnen mit Teresa. Ja, Teresa, du bist ja unsere jüngste Präsidentin, die Karriere Level 8 erreicht hat. Danke. Willkommen, Gerd Seebacher. Präsident 8.1. Wir werden später hören, was das bedeutet. Und last but not least, unser letzter und jüngster Präsident, Thomas Höller. Beginnen wir mit dir, Thomas, denn du bist ja schon seit lange im Leikonet-Geschäft. Was ist denn in den letzten Jahren passiert? Ja, danke für die Einladung. Letztes Jahr war es für mich wirklich toll. Da gab es sehr viel Auf und Ab. Ich bin ja eigentlich 2008 schon zu Leikonet gekommen und damals war ich professioneller Fußballspieler. Aber ja, eins war für mich immer klar, dieses Unternehmen wird wirklich Tag für Tag wachsen und für mich ist das natürlich eine großartige Gelegenheit, nach meiner Fußballkarriere hier weiterzumachen. Ich habe also über die Jahre mein Team aufgebaut, aber ich habe natürlich auch noch sehr viele andere Aktivitäten, also das Leikonet-Geschäft, mein Privatleben natürlich. Ich war auch Fußballtrainer und ein Sport, der auch sehr viel Zeit braucht, nämlich Triathlon. Also das war etwas zu viel für mich. Und 2019 im August, da hatte ich eine sehr, sehr schwere Zeit. Ich hatte da plötzlich Angst und Panikattacken. Ich war echt down. Und ich musste dann auch ins Krankenhaus. Und ich werde diagnostiziert
von Sportärzten. Ich hatte Burnout und Depressionen. Also das war wirklich eine sehr, sehr schwere Zeit für mich. Ich konnte gar nichts mehr tun. Ja, und dann, ich weiß noch, das war im Jänner 2020, also Januar 2020, da war ich ganz am Boden. Ich hatte kein Geld mehr auf dem Bankkonto und im Leihkonto-Geschäft war ich wieder auf Karriere-Level 1 angelangt und ich habe dann einen Plan gemacht, um wieder an die Spitze zu kommen. Und das Wichtigste für mich damals war einfach mein Warum zu finden. Und als ich dieses Warum gefunden habe, bin ich innerhalb von 10 Monaten von Level 1 auf Karriere-Level 7 gekommen. Ich weiß nicht, ich habe mein Online-Backoffice-Konto aufgemacht und habe gesehen, ha, ich bin Vice President, das war echt unglaublich für mich. Und all das hast du 2020 erreicht. Und jeder hat gesagt, ja, 2020, Krise, man kann Geschäft aufbauen. Und du hast den höchsten Karriere-Level erreicht. Warum? Naja, absolut. Also mein Plan bestand darin, dass ich es bis August 2021 ins Presidents-Team schaffe. Aber ich habe es dann 100% gegeben. Ja, du bist echt ein Kämpfer, oder? Ich weiß, deine aktive Karriere als Fußballspieler, da hast du auch immer alles gegeben. Ha, willkommen. Hallo. Ich erinnere mich noch an diese Zeit. Du warst echt ein berühmter Fußballspieler hier in Österreich. Gibt es Ähnlichkeiten zwischen Profisport und ja, einem Profi in unserem Geschäft? Ja, das Wichtigste in meinem Leben ist, einfach niemals aufzugeben. Alles ist möglich. In unserem Business, im Leihkonto-Business, gibt es auch sehr viel Auf und Ab. So ist das auch im Sport. Ja, ich weiß, du möchtest natürlich auch deinen Fußabdruck hier auf dem Planeten hinterlassen. Du kämpfst auch für den Planeten. Du unterstützt auch unsere Greenfinity Foundation sehr tatkräftig. Ja, wir Menschen sind ja nur kurz auf dieser Erde. Wir müssen sorgsam mit unserer Natur umgehen. Wir müssen ein Vorbild sein für alle Menschen und für unsere Kinder insbesondere. Und deswegen liebe ich die Greenfinity Foundation so sehr. Und ich bedanke mich bei Hubert. Ja, gern geschehen. Ja. Danke, dass du uns diese Chance geboten hast. Ich weiß, du unterstützt die Greenfinity Foundation. Du bist ein Sportler. Ein Sportler kümmert sich natürlich auch um die Umwelt. Ja, und für uns alle ist es sehr wichtig, dass wir das Gute für unseren Planeten tun. Wir haben ja nur diesen einen. Manchmal ist das, was wir tun, nicht wirklich gut. Deswegen haben wir 2011 auch diese Greenfinity Foundation gegründet. Denn unsere Gemeinde, unsere Gemeinschaft kann sehr viel bewirken. Wir haben auch schon sehr viel erreicht. Ich habe auch ein Video über die Foundation mitgebracht, damit ihr ein Gefühl erhaltet, was sich derzeit so tut. Wir kümmern uns um die Umwelt. Gemeinsam für unsere Welt bauen wir eine gemeinsame Zukunft auf. Gegründet im Jahr 2011. 90 Schutzprojekte in 22 Ländern. Ca. 16.000 Begünstigte. Mehr als 320 Brunnen wurden gegraben. Mehr als 295.000 Liter Wasser. Mehr als 1.900 Freiwillige weltweit. Die Zukunft unseres Planeten liegt in unserer Hand. Wir kümmern uns. Really inspiring and wirklich sehr inspirierend. Ich möchte auch gerne etwas Gutes tun mit unserer Greenfinity Foundation. Je höher der Karrierelevel, desto mehr kann man für die Foundation, für die Umwelt tun. Thomas, was ist denn dein Plan für Februar? Welchen Karrierelevel möchtest du erreichen? Ja, der Plan ist Level 8. Level 8 klingt toll, ja. Klingt absolut toll. Wirklich. Ja, und das bringt uns auch zu jemandem, der dieses Ziel bereits erreicht hat. Theresa, du bist unsere jüngste Präsidentin, wie ich bereits sagte. Danke, dass du heute bei uns bist. Ja, ich bin begeistert. Danke für die Einladung. Theresa, kannst du uns das Geheimnis verraten, das Geheimnis deines Erfolgs?
Ja. Ich bin es gewöhnt, hart zu arbeiten. Ich wuchs auf in einer Familie, wo es nie genug Geld gab. Und ja, ich hatte oft sehr viele Teilzeitjobs. Und ich wollte dann Fitnesstrainerin werden. Und ich habe bald gemerkt, dass das bedeutet harte Arbeit und ja, eigentlich sehr wenig Einkommen. Ich habe dann beschlossen, meine Reise mit Lyconet zu beginnen. Das war im Februar 2017. Und ja, nach 6 Monaten habe ich dann meine Ausbildung als Fitnesstrainerin abgebrochen und habe Vollzeit bei Lyconet begonnen. Also Aria, wirklich ganz ehrlich, ich bin so dankbar dafür. Das war wirklich die beste Entscheidung meines ganzen Lebens. Das ist echt großartig, denn du hast uns erzählt, 2017 hast du begonnen. Was ist denn seither passiert? Ja, mit der Hilfe meines unglaublichen Teams habe ich Karriere-Level 6 innerhalb eines Jahres erreicht. Nach 30 Monaten habe ich Karriere-Level 8 erreicht. Und ich habe Karriere-Level 7 übersprungen. Das war wirklich großartig. Und Leute, ich war 20 Jahre alt, als ich begann. Und 2019 war ich 22. Da habe ich Karriere-Level 8 erreicht. Und wenn ich das kann, kann das jeder erreichen. Ganz sicher. Ich glaube, das ist auch die Frage, die sich die Leute im Publikum stellen werden. Kann ich das auch tun? Kann ich das auch erreichen? Was glaubst du, sind die 3 wichtigsten Merkmale eines Professional Leaders, einer professionellen Führungskraft? Ja, das erste ist, wie Thomas bereits sagte, dass man an sich glaubt. Der Erfolg beginnt ja in meinem Kopf. Insbesondere die Frauen müssen an sich glauben. Ja, und der zweite Punkt ist, man muss jeden Tag etwas tun. Man muss aktiv werden. Jeden Tag wirklich hart arbeiten. Und der dritte Punkt ist, dass man das Lyconet-Geschäft nicht als Hobby sehen darf, sondern man muss das wirklich professionell betreiben, als Business. Wenn man das als Hobby ansieht, dann kostet es einen sogar Geld. Aber wenn man es als Business sieht, dann verdient man Geld damit. Und wenn man das wirklich als Business betrachtet, dann hat man unbegrenzte Möglichkeiten in diesem Geschäft. Die Lyconet-Karriere ist einfach unglaublich. Und ja, der Erfolg ist das eine. Aber man muss sich auch natürlich daran erinnern, wo man begonnen hat, und man muss etwas zurückgeben. Das ist die andere Sache. Ja, genau darüber möchten wir jetzt sprechen. Genau, etwas zurückgeben. Das ist immer super wichtig. Und ich weiß, Theresa, du und dein Team, ihr unterstützt uns ja auch. Du hast ja selbst auch eine großartige Spendenkampagne lanciert. Du hast etwas für die Child and Family Foundation getan, für alle unsere Projekte. Ich bin wirklich sehr stolz auf dich und sehr dankbar, dass du das gemeinsam mit deinem Team gemacht hast. Für mich persönlich ist es einfach so wichtig, dass wir diese Child and Family Foundation haben, denn wir geben den Menschen Hoffnung, wir geben ihnen die Chance, ihr Leben zu verändern und etwas Großes in ihrem Leben zu bewirken. Das beginnt im Bereich der Schulbildung, aber auch ja, alle anderen Dinge. Die Bildung ist natürlich die Grundlage für alles und du bist ja noch sehr jung. Als wir 2008 mit der Child and Family Foundation gestartet haben, warst du 11, glaube ich, oder? Ja, verrückt, gell? Du warst selbst noch ein Kind damals. Und 2008, unser erstes Projekt in Tansania, da war ich das erste Mal in Afrika. Das war wirklich unglaublich für mich. Unvorstellbar. Das war etwas ganz Seltsames. Man kann sich das gar nicht vorstellen, was das bedeutet. Für uns ist das normal, hier zur Schule gehen zu können. Aber für diese Kinder dort war das wirklich unglaublich. Wir haben noch einige Bilder mitgebracht von der Child and Family Foundation. Wir kümmern uns. Bildung, Chancen, eine Zukunft für ein besseres Morgen. Bildung ist sehr wichtig. Lebt eure Träume. 14 Schulprojekte weltweit. Mehr als 100 Angel for a Day Kampagnen. 38.000 Begünstigte. Die Bildung ist sehr wichtig. Wenn man nicht gebildet ist, kann man kein Leader sein. Wir verändern das Leben der Menschen. For me personally, ja, für mich persönlich ist die wichtigste Anerkennung in unserem Karriereprogramm
dieses Schulprogramm, die Schulwidmung. Und ich glaube, du hast das schon. Du hast ja bereits deine eigene Klasse mit deinem Namen. Und du hast auch schon die ersten Schritte gesetzt, um deine eigene Schule zu bekommen. Wie fühlt sich das an? Wirklich unglaublich, unvergesslich, ein unvergesslicher Augenblick. Ja? Also in unserer Karrierelaufbahn, da sieht man die Bilder der Ehrungen und ja, das ist wirklich das, was wir in unserem Business immer machen. Aber die Ehrung, an die ich mich erinnere, die war damals ganz anders. Als eine junge Dame, wenn man seine eigene Klasse hat. Und bald hast du auch deine eigene Schule. Das war für dich persönlich, glaube ich, ein sehr emotionaler Augenblick. Kannst du dich noch daran erinnern? Ja, ich weiß das noch. Das war wirklich ein unvergesslicher Augenblick. Vor ein paar Jahren war ich selbst noch eine Schülerin und jetzt kann ich die Bildung für andere Kinder möglich machen. Ich bin so stolz auf dich. Danke. Jetzt kommst du bald zu deiner eigenen Schule. Schritt für Schritt kommst du dem Ziel näher. Wir haben auch einen Gast heute, der schon seine eigene Schule mit seinem Namen drauf hat. Ja, und ich glaube, du bist wirklich sehr, sehr stolz darauf. Denn ja, insbesondere auf diese Schule, oder? Ja, ich bin super stolz. Das war wirklich ein großartiges, unglaubliches Gefühl, als diese Schule mir und meinem Team gewidmet wurde. Und ich weiß, dass ich der einzige Mensch weltweit bin und das kann sich nie ändern, der gemeinsam mit dem berühmten Nobelpreisträger Nelson Mandela hat. Und ich fühle mich so privilegiert, so stolz. Und in diesem Fall ist das wirklich etwas Einzigartiges, denn das geschieht nur einmal im Leben. Alles kommt wieder zurück im Leben, ja. Insbesondere für dich gilt das, denn du warst ja früher ein Lehrer, oder? Ja, genau. Das ist schon vor sehr langer Zeit gewesen. Ich weiß auch gar nicht, ob ich ein guter Lehrer war. Ich habe immer nach Freiheit gestrebt. Und als Lehrer ist man nicht frei. Jeden Tag ist man eingespannt von 8 bis 5. Und ja, damals habe ich nicht gewusst, dass ich später dann mir und dem Rest der Welt sagen würde können, ja, ich bin ein Miteigentümer einer Schule oder ich zumindest wurde eine Schule in meinem Namen gewidmet, gemeinsam mit Nelson Mandela. Ja, Lehrer sind sehr wichtig, insbesondere für unsere Schulen. Wir haben ja mehr als 14 Schulen, die wir betreiben. Wir haben mehr als 100 Lehrer, die wir beschäftigen. Und ja, die sind auch sehr wichtig. Die geben unseren Kindern die Bildung, die sie brauchen. Und wir haben auch einen kurzen Film vorbereitet für den Augenblick, wo du deine Schule bekommst und auch einige Eindrücke von diesem Event in Südafrika. Unsere Schule in Südafrika, die Schule, die wir gemeinsam mit Nelson Mandela aufgebaut haben, als er noch lebte. Und ich bin stolz, dass ich den Präsidenten hier auf die Bühne bringe, der das möglich gemacht hat, Gary Seebacher. Ja, mein größter Traum ist heute wahr geworden. Ich habe jetzt meine eigene Schule, die in meinem Namen. Danke. Vielen Dank. Diese Schule ist dir gewidmet. Vielen Dank für deine Unterstützung. So great, huh? Yeah. Das war echt toll, oder? Aber Hubert, eins möchte ich dem noch hinzufügen. Das war der zweite große Besuch, die Widmung der Schule, aber ich vergesse nie den ersten Besuch. Wir waren mit dem riesigen Team aus Südafrika dort. Wir sind 21 Stunden mit dem Bus von Johannesburg nach Joni gefahren, wo die Schule steht. Das war ein Albtraum für die Leute. Diese lange Busfahrt und wir hatten Maler im Team, Tischler, Schreiner, Installateure und ja, wir haben die Schule wirklich mit eigenen Händen fertig gebaut. Wo ist die Kamera? Ich bedanke mich bei euch allen in Südafrika. Ihr habt uns dabei geholfen und ihr habt das gemeinsam mit uns für die Child and Family Foundation gemacht und das werde ich nie vergessen. Und Hubert, noch etwas möchte ich nie vergessen. Das war mein Wunsch an dich und du hast natürlich diesen Wunsch erfüllt.
Das war eine Schule, die nicht nur in meinem Namen gebaut werden sollte, sondern ich habe ja nur gemeinsam mit meinem Team, mit meinen Leadern und auch den jungen Leuten im Alter von Theresa, die BCA-Gruppe, die haben wirklich so viel Geld für unsere Schule gespendet. Das mussten sie nicht, die haben das einfach gemacht, das kam von Herzen, aus ganzer Seele. Und ich bin wirklich so privilegiert, dass ich ein so tolles Team habe und ich bedanke mich bei euch allen da draußen für alles, was ihr gemacht habt und was ihr noch in Zukunft tun werdet. Danke. Ja, vielen Dank. Die Foundation braucht immer eure Unterstützung, starke Leader, die den anderen zeigen, was alles möglich ist, dass man wirklich Großartiges erreichen kann. Ja, und je mehr Erfolg man hat, desto mehr Gutes kann man in unserem Geschäft tun. Das ist ja das Tolle. Ich gebe jetzt an dich zurück. Bleiben wir beim Thema. Ja, du sprachst ja über das Team und Gary, ich weiß, wenn du über dein Team sprichst, bist du ja immer unglaublich stolz auf die. Ohne dein Team könntest du ja das alles nicht erreichen. Aber Gary, was braucht man denn, um eine riesige Organisation aufzubauen? Mario, ganz ehrlich, meine zwei Kollegen Thomas und Theresa haben das schon gesagt, man muss ehrlich sein zum Team. Andererseits muss man auch das Warum und nicht das Wie in den Vordergrund stellen. Man muss das im Herzen, in der Seele spüren, warum man das macht. Das sind ganz normale, gewöhnliche Dinge. Niemand muss einkaufen lernen. Und wenn ich für mich entscheide, ich möchte nicht nur Geld sparen, sondern ich möchte Geld sparen und verdienen, dann ist die Entscheidung schon getroffen. Und dann entscheidet man nur mehr, wie weit man damit gehen möchte. Und ich glaube, deswegen bist du jetzt President 8.1. Die anderen werden sich fragen, gibt es mehr als echt Levels? Ja, Mario, dieser nette Herr hier, der Eigentümer, der Gründer und der Geist hinter dieser Sache hat uns gesagt, es gibt nur 8 Karriere-Level. Und wenn man den echt 8. Level erreicht hat, dann ist man an der Spitze und man ist fertig. Und ja, aus dem Hut zog er dann einfach 8 neue Karrierelevel. Er hat uns wieder eine Karotte vor die Nase gesetzt und ja, wir kämpfen weiter bis Karrierelevel 8.8. Das reicht dann schon, oder? Bitte keine weiteren Karrierelevel mehr. Ja, der Grund ist einfach. Es geht um den täglichen Verbrauch und der tägliche Verbrauch ist ja unbegrenzt. Also es gibt keinen Grund, warum man nicht noch höhere Karrierestufen erreichen können sollte als 8. Aber außergewöhnliche Performance und Leistung verdienen natürlich auch außergewöhnliche Geschenke. Kannst du dich an dein Geschenk noch erinnern? Ja, wenn ich meine Garage öffne, und das mache ich jeden Tag, ich muss natürlich zur Arbeit fahren, dann steht da etwas drinnen, was ich jeden Tag sehe. Ich sage immer, hi Baby, das war mein Geschenk. Und das klingt vielleicht etwas dumm, aber ja, ich bin ein normaler Mann und das ist ein Geschenk, zu dem man jeden Morgen Guten Morgen, Baby, sagen kann. Da werden sehr viele Leute mit unserem Incentive-Programm glücklich gemacht auf Level 8.1. Und dieser Autobonus, ja, es ist nicht normal, dass man ein Auto bekommt auf diesem Karriere-Level. Und das stimmt auch. Ja, man kann hier ein Auto bekommen, wenn man Level 8.1 erreicht. Und was bedeutet das? Und wie das aussieht und wie sich das anfühlt, ja, dazu haben wir ein kurzes Video für euch vorbereitet. Echt cool, oder? Wirklich cool. Ja, das ist cool. Und allen Zusehern zu Hause, die sehen in ein paar Minuten auch, wie schnell man ein derartiges Auto bekommen kann. Denn wir sprechen hier vom neuen Incentive-Programm in ein paar Minuten. Aber jetzt zurück zu dir, Mario. Ja, ich möchte mich bei dir bedanken. Danke, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Danke, dass ihr hier seid. Thomas, Theresa, Gary, Hubert und jetzt zurück an Chris. Ja, und da sind wir schon wieder. Danke für die Einführung. Ihr seht alle fantastisch aus.
Aber Gary, dein Jackett ist sehr, sehr, sehr modisch. Das sticht hervor. Ja, und schauen wir uns unsere Girls hier an. Auch sehr modisch in ihren Lycanet-T-Shirts. Und ihr fragt euch vielleicht, wo bekommt man die? Ja, auf lycanet.com, schaut euch den Benefit-Store an. Aber das Tolle an diesen T-Shirts ist, wir erzeugen die selbst. Genau. Und da könnt ihr auch einen Vorteil daraus ableiten. Ein kleines Video, das euch zeigt, was wir bei dieser Agency alles tun können. Das 360-Degree-Lab, In-House Merchandise Production. Pretty cool. Don't you agree? Ziemlich cool, oder? Das ist nur, um euch eine Vorstellung dessen zu vermitteln, was alles möglich ist. Also diese T-Shirts produzieren wir firmenintern. Und wenn ihr gern ein solches T-Shirt haben wollt, schaut euch das im Benefit Store an oder auf unserer Website. Und wenn ihr schon ein T-Shirt habt, macht ein Bild und ladet es auf die Social Media Plattformen hoch mit unserem Hashtag #LycanetSensation. Und jetzt zurück an Hubert Freidel. Und wie immer hast du wirklich großartige Leute eingeladen. Und wir sind schon sehr gespannt, was ihr uns erzählen werdet. Ja, wir kommen jetzt zu den letzten Gästen hier auf der Couch. Ich bin sehr stolz, unsere Direktorin von MyWorld vorstellen zu dürfen. Sandra Schwarz, verantwortlich für Customer Relations, Kundenbeziehungen. Sven Stumpf, Marketplace, Key Account. Sophia Schaffaneller und Direktor für SV-Department Gerhard Kollmann. Diese vier Gäste sind jetzt seit einigen Monaten verantwortlich für diese Aufgaben und für die einzelnen Abteilungen. Ich glaube, 6 Monate seid ihr im Amt, oder? Und das Coole dabei ist, dass wir gemeinsam beschlossen haben, dass wir unser Geschäft vollkommen umkrempeln werden. Die Plattformen, die Verfahren, einfach alles, damit für unsere Kunden alles einfach, perfekt und simpel ist. Also ich bin euch wirklich sehr dankbar für alles, was ihr mit euren Teams gemacht habt, um die Plattform zu verbessern und die Prozesse vereinfacht habt, damit wir wirklich sehr einfach auf unseren Plattformen einkaufen können. Beginnen wir mit dir, Sandra. Du hast den besten Job. Du machst den Kunden glücklich, oder? Ja. Mit Cashback und mit den Shopping Points. Ich glaube, Cashback, ja, heute weiß jeder, was das bedeutet. Aber die Shopping Points, was bedeutet das denn für unsere Kunden? Ja, danke, Hubert, für diese nette Einführung. Es ist eigentlich sehr einfach. Wir haben eine Plattform, wo unsere Kunden einkaufen und einen Vorteil erzielen können. MyWorld.com. Es gibt hunderttausende Offline- und Online-Partner, mit denen wir kooperieren. Durch die Kombination mit dem Marketplace können wir jetzt Millionen von Produkten anbieten. Das ist echt cool. Ja, mit Cashback World und dem Marketplace gemeinsam auf einer Plattform haben wir jetzt die Möglichkeit, dem Kunden die erste Benefit Search Engine anzubieten. Eine Suchmaschine für Vorteile. Ja, wie ich bereits sagte, über Cashback brauchen wir nicht mehr zu sprechen. Jeder weiß, was Cashback ist, aber was kann denn ein Kunden mit den Punkten einsparen? Ja, für die Punkte haben wir die Benefit Lounge geschaffen, wo die Kunden sehr einfach sensationelle Deals bekommen können und ihre Punkte einlösen können. Es gibt hier lokale Deals in der Benefit Lounge. Man kann zum Beispiel im Restaurant essen
oder vielleicht eine Reise buchen. Da bekommt man einen tollen Reisedeal, wenn man einen Urlaub bucht. Und gemeinsam mit meinem Kollegen Sven arbeiten wir an tausenden von neuen Produktdeals. Du arbeitest auch eng zusammen mit Travel World, habe ich gehört. Ja, cool. In Geld ausgedrückt, wie viel kann ich sparen als Kunde mit diesen Shopping Points? Ja, bei den Shopping Points haben wir ein einfaches Tool in der Benefit Lounge geschaffen, wo wir den Wert des Vortags der Shopping Points anzeigen. Wie wird dieser Wert berechnet? Es ist ganz einfach. Unsere Kunden verwenden diese Deals weltweit, jeden einzelnen Tag. Wir berechnen dann die durchschnittlichen Einsparungen pro eingelösten Punkt für einen gewissen Tag. Das ist echt cool. Jetzt sehen wir hier auf dem Bildschirm die Benefit Lounge, 5,82 Euro vom letzten Tag. Okay. Bedeutet das, wenn ich 100 Punkte gesammelt habe, dann habe ich jetzt 582 Euro in Händen? Genau. Das ist richtig. Denk daran, was du dir alles ersparen kannst mit nur ein paar Shopping Points. Ja, das ist echt cool. Ich glaube, dadurch sind wir das beste Benefit-Programm weltweit, am ganzen Planeten. Gut, jetzt kommen wir zu dir, Sven. Sven, du bist ja seit ein paar Monaten verantwortlich für den Marketplace. In Zeiten wie diesen, insbesondere während der Corona-Pandemie, ist ja E-Commerce ganz wichtig. Der elektronische Handel, die Kunden shoppen gern online, aber auch für die Merchants, für die Händler ist es so wichtig, mit dem Kunden in Verbindung zu bleiben. Wie kann der Marketplace hier den Merchants dabei helfen, mit Kunden in Verbindung zu bleiben? Eine gute Frage. Die Merchants haben die Möglichkeit, mit den Kunden über den Marketplace in Verbindung zu bleiben. Wir haben Specials und die Merchants haben die Gelegenheit, hier etwas Starkes, Kundenfreundliches und Einzigartiges aufzubauen. Die Merchants haben also mehr Gelegenheiten, ihre Produkte direkt zu verkaufen, aber auch einen Third-Party-Verkauf und auch ein Partnerprogramm umzusetzen. Wir haben ja Cashback und Shopping Points. Und wo sonst kann man noch zweimal punkten, wenn man etwas kauft? Wir haben etwas Einzigartiges und ich glaube, alle Kunden und Händler sind hier und Partner sind hier wirklich ein sehr wertvoller Bestandteil dieses gesamten Systems. Ja, wir sind ja noch am Anfang mit dem Marketplace. Wir haben die Technologie geändert, um es wirklich einfacher zu machen. Wir haben die Plattformen Cashback World und My World zusammengelegt. Was können die Kunden sich in den kommenden Monaten davon erwarten? Ja, wir arbeiten wirklich mit Hochdruck daran, den Marketplace in allen Ländern, wo MyWorld tätig ist, verfügbar zu machen. Und wir sind zuversichtlich und überzeugt, dass wir in den nächsten Monaten sehr schnell wachsen werden. Wir werden den Merchants anbieten, ihre Produkte direkt und einfach auf unserer Website anbieten zu können. Das ist für uns sehr wichtig. Wir werden auch einen großartigen Kundendienst haben und uns auch die Klein- und Mittelbetriebe genau anschauen. Das macht mein Kollege Gerhard. Unser Team ist auch bereit, neue Innovationen zu setzen und wir sind auch Trendsetter mit neuen Innovationen. Mit diesem neuen Partnerprogramm erreichen wir mehr Kunden als je zuvor. Ja, damit die Leute das verstehen, Affiliate Program, dieses Partnerprogramm bedeutet, wir haben derzeit mehr als 10.000 Online-Partner, die an unserem Benefit-Programm teilnehmen. Und all diese Online-Partner haben ihr eigenes Produktportfolio. Und Affiliate bedeutet, dass wir jetzt Schritt für Schritt all diese Produkte unserer Partner auf einer Plattform anbieten, damit der Kunde dann sehr schnell alle Produkte auf myworld.com finden kann. Das ist unser Ziel. Wie viele Produkte finden Sie denn bis Ende des Jahres? Ja, wir erwarten, dass wir 80 Millionen Produkte anbieten können, online bis zum Ende des Jahres. Und das ist noch nicht das Ende, das ist erst der Anfang für uns. Das ist super cool, ich bin super stolz auf euch, danke. Das Einzigartige an unserem Benefit-Programm ist, dass wir nicht nur online sind, sondern wir arbeiten auch lokal. Das machen nicht sehr viele andere Vorteilsprogramme, denn das ist für uns etwas ganz Einzigartiges. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir auch großartige Beziehungen mit Key-Accounts, mit Großkunden haben. Sophia, du bist ja zuständig für die Key-Account-Abteilung. Warum ist das so wichtig für uns alle? Unsere Abteilung ist zuständig dafür, große Kunden an Bord zu bringen und diese Beziehungen im Laufe der Zeit zu hegen und zu pflegen.
Diese Kooperationen mit Großkunden sind so wichtig, denn die Key Accounts tragen dazu bei, dass mehr Akzeptanzstellen für Cashback und für Shopping Points verwendet werden. Immer wenn Sie Ihre Cashback-Karten weltweit verwenden, haben Sie sehr viele Akzeptanzstellen. Und es gibt auch andere Möglichkeiten, einen Vorteil zu erhalten, durch exklusive Sonderangebote oder durch den Kauf eines E-Vouchers zum Beispiel. Das ist super cool. Die E-Voucher sind auch ein einfaches Werkzeug, um sehr schnell sofort Cashback und Shopping Points zu bekommen. Was ist der nächste Schritt? Was planst du denn im Key Account Department? Ja, was ist denn der E-Voucher? Das ist eine digitale Geschenkkarte, die man auf der Website kaufen kann, aber auch über die App beziehen kann. Das Großartige bei dem Produkt ist, dass man sofort einen Vorteil durch Cashback und Shopping Points erhält, wenn man den E-Voucher kauft. Und man erhält auch das Produkt sofort, kann das einlösen im Geschäft oder online oder beides, je nachdem, wie eben die Bedingungen des E-Vouchers sind, den Sie gekauft haben. Und wir haben sehr viel geplant für den E-Voucher in den kommenden Monaten. Das Produkt ist relativ neu, noch in der Anfangsphase in sehr vielen Ländern. Und wir hoffen, dass wir das Portfolio noch ausweiten können, insbesondere in jenen Ländern, wo es noch am Anfang steht. Und natürlich auch insgesamt in allen Ländern. Und Ende März erwarten wir, dass wir dann ein sehr viel robusteres internationales E-Voucher-Portfolio haben werden, mit einem speziellen Fokus auf den alltäglichen Verbrauch, wie zum Beispiel ja, das Normale, was man eben im Supermarkt einkauft oder Tankstellen und so weiter. Und auch im Baumarkt. Ja, wir haben sehr viele Fragen erhalten von unseren Kunden über das Portfolio, denn wir stehen ja in einigen Ländern noch ganz am Anfang. Und Ende März können Sie sich ein gutes Portfolio erwarten. Ja, gut, sehr gut. Ja, die Key Accounts, die Großkunden, nicht nur die E-Voucher von denen, sondern auch die Akzeptanz der Cashback-App und der Cashback-Karte sind natürlich sehr wichtig. Aber das Rückgrat unserer Wirtschaft sind natürlich die Klein- und Mittelbetriebe. Gerhard, du hast das richtige Programm für sie, oder? Ja, Hubert. Unser Partnerprogramm ist die perfekte Lösung für alle Unternehmer. Das gibt unserem Kunden die Möglichkeit, lokal zu kaufen und Vorteile zu erhalten. Das bedeutet Cashback und Shopping Points für die Kunden und mehr Umsatz für die Händler. Ja, das ist toll. Und die Händler brauchen Umsätze, insbesondere in Zeiten wie diesen. Aber ihr bietet ja auch sehr viele Sonderangebote und Deals an für die Klein- und Mittelbetriebe. Die sind sehr wichtig. Warum sind die denn für uns alle so wichtig? Ja, dank dieser Deals können die Händler mehr Kunden ins Geschäft bringen. Dadurch erhöhen sie ihren Umsatz und die Kunden erhalten mehr Vorteile. Das ist eine Win-Win-Situation. Ja, da sind wir wirklich einzigartig im Vergleich zu den anderen Plattformen, die auf dem Markt sind. Denn für unsere Sonderangebote, für unsere Deals, müssen die Merchants einfach nicht mehr zahlen. Sie bekommen einfach dort nur einen Rabatt beim Händler. Was sind die nächsten Schritte im SME-Department? Ja, wir werden die Anzahl der Deals in alle Richtungen erhöhen und ein perfektes Umfeld für den täglichen Einkauf schaffen. Das klingt echt toll. Mehr Deals für den täglichen Einkauf ist für uns alle gut. Das brauchen die Leute. Das mögen sie. Was das Publikum noch nicht weiß, ist, was wird denn 2023 passieren? Ich glaube, da erwartet uns ein Game Changer, uns alle. Und deswegen muss ich euch ja fragen, was ihr vorbereitet habt, was eure Pläne sind bis Ende 2023 in euren unterschiedlichen Bereichen. Beginnen wir bei dir, Gerhard. Was ist dein Plan für Ende 2023? Wir verdoppeln unsere Loyalty Merchants auf 300.000. 300.000 Merchants, das ist das Ziel. Klingt echt toll. Sophia, was ist dein Ziel? Bis Ende 2023 werden wir die perfekte Grundlage haben, damit unsere Shopper dann Cashback und Shopping Points auch bei ihrem täglichen Einkauf in allen Ländern, in denen wir tätig sind, verwenden können und die E-Voucher-Umsätze werden gesteigert werden. Das heißt, das Portfolio im Hinblick auf Cashback-App und Cashback-Karte wird ausgeweitet und auch die E-Voucher-Umsätze werden gesteigert, und zwar in alle Richtungen. Und was die E-Voucher betrifft, was für Zahlen schweben dir da vor? Ja, sagen wir mal,
Das beste Jahr, das wir bei den Voucher-Umsätzen hatten, war ca. 1 Milliarde, und wir hoffen, das zu verdreifachen bis 2023. 3 Milliarden? Ja, das ist unser Ziel. Genau. Super. Echt cool. Ja, Sven, was ist denn dein Ziel? Wir werden die Produkte von 80 Millionen auf 240 Millionen verfügbare Produkte steigern. Dadurch sind wir dann die größte Suchmaschine für Einkaufen mit Benefits. Ja, die größte Suchplattform für Einkäufe mit Vorteilen. Also da gibt es dann nichts auf dem Planeten, was man dann nicht später auf unserer Plattform finden kann. Das ist echt toll. Und Sandra, kommen wir zu dir. Was ist dein Plan in deiner Abteilung? Ja, wir möchten Shopping- und Benefit-Chancen in alle Richtungen erhöhen und auch Marketing-Tools implementieren, um die Anzahl der Kunden zu erhöhen. Welche Zahl von Kunden schwebt dir vor bis Ende 2023? Wir haben jetzt 15 Millionen und wir möchten das auf 75 Millionen erhöhen. Eine Verfünffachung, ja genau. Tolle Ziele. Ich bin echt stolz auf euch alle. Also auch das Publikum zu Hause sollte darüber nachdenken. Sie sind erst 6 Monate in Amt und Würden und das ist erst der Anfang. Tolle Ziele, vielen Dank, ich bin echt stolz auf euch. Jetzt kommen wir zum Ende unserer Show. Und ja, der wichtigste Teil ist ja die Zukunft unseres Geschäfts. Heute sprachen wir sehr viel über die bestehende Infrastruktur. Wir hörten sehr viel über die Pläne, die Ziele, die uns vor Augen schweben auf unserer Plattform. Und ihr habt ja gesehen, wir beginnen jetzt damit, alle Plattformen zusammenzuführen. Cashback World, Marketplace. Inzwischen haben wir ja einen Übergangszeitraum. Bis Ende April haben wir dann nur mehr eine Plattform, wo der Kunde alles finden und bekommen kann und Cashback und Shopping Points bekommen wird. Aber es gibt noch mehr. Es gibt einen Grund, warum ich heute über 2023 sprach. Wir haben riesige Pläne. Was sich ändern wird, ist euer Leben. Denn wir werden einen großen Schritt tun. Und dafür haben wir echt ein cooles Incentive-Programm und ein cooles Konzept geschaffen. Aber bevor wir darüber sprechen, wie wir das managen und umsetzen werden, wir beginnen nämlich heute damit, möchte ich wieder den CEO von Lyconet, Mario Capone, auf die Bühne bitten. Ah, hello Mario. Ah, hallo Mario. Willkommen zurück. Also wir haben in den letzten Monaten ein unglaubliches Programm vorbereitet. Ja, das stimmt, Hubert. Wir haben wirklich sehr, sehr viel gemacht in den letzten Jahren, aber das ist wirklich die beste und größte Idee, die wir je hatten. Sprechen wir über das Anreizprogramm, aber das ist eigentlich noch gar nicht genug. Ich bin wirklich begeistert, denn dieses Incentive-Programm wird alle bestehenden Marketer belohnen. Und das ist auch eine großartige Gelegenheit für alle neuen Marketer. Also mit diesem Konzept können wir die volle Power von Lyconet und den Marketern zeigen. Das ist auch der Schlüssel. Denn wir haben wirklich eine großartige Kooperation. MyWorld und Lyconet gemeinsam. Und das Ziel, das dahinter liegt, ist ganz einfach. Wir möchten mehr Kunden, mehr Merchants und mehr Umsätze. Und gemeinsam mit der Power von Lyconet können wir das in einem sehr kurzen Zeitraum realisieren. Wir haben einen Plan für die nächsten 30 Monate, dass wir den Wert unseres Unternehmens erhöhen. Und es gibt einen Grund, warum wir das tun wollen. Und diesen Grund zeigen wir euch jetzt. Beginnen wir jetzt. Film ab. Etwas Großes hat begonnen. Ein neuer Global Player bereitet sich auf den Börsengang vor. Und du als Lyconet Marketer kannst Aktionär werden. Und das kostenlos. Ein Unternehmen, das in über 50 Ländern rund um den Globus aktiv ist, das bereits Millionen von zufriedenen Kunden, Hunderttausende Loyalty Merchants und unglaubliche White Label und Sportpartnerschaften hat. My World International. Bereit, ein Multimilliarden-Dollar-Unternehmen zu werden. Und wir haben den perfekten Gameplan erstellt, um dieses Ziel zu erreichen. Unser Plan ist in 3 Phasen unterteilt. Während der Vorbereitungsphase wird MyWorld alle notwendigen Schritte unternehmen, um den Börsengang vorzubereiten. Der voraussichtliche Start wird während der Go-Public-Phase, der Börseneinführungsphase, stattfinden.
Während der Expansionsphase wird MyWorld die heiternen Mittel aus dem geplanten Börsengang nutzen, um den engagierten Businessplan umzusetzen. Jede Phase steigert den Wert des Unternehmens und davon kannst du profitieren. MyWorld ist eine Kooperation mit Loyalty Merchants und anderen eingegangen, um den weltweiten Umsatz zu erhöhen. Im Gegenzug erhält Likeonet 25% der Anteile für seine Marketer. Wie funktioniert das? Mit dem MyWorld Share Program, ein einzigartiges und kostenloses Incentive-Programm exklusiv für Likeonet Marketer. Während der Vorbereitungsphase hast du die Möglichkeit, kostenlos MyWorld Share Points oder MyMSP sammeln. Wie kannst du MSP sammeln? Alles, was du dafür tun musst, ist Einkaufsvolumen durch den Kauf und das Einlösen von Benefit Vouchers zu schaffen. Die genaue Anzahl der verfügbaren MSP wird während des Bestellvorgangs der Vorteilsgutscheine angezeigt. Also sammle so viele MSP wie möglich. Die MSP, die du durch das Einlösen deiner Benefit-Vouchers in der Vorbereitungsphase gesammelt hast, können beim geplanten Börsengang in Unternehmensanteile umgewandelt werden. Das Sensationelle daran ist, dass 50% deiner Unternehmensanteile dir persönlich zur Verfügung stehen werden. Die anderen 50% werden für dich in die MyWorld Share Cloud übertragen. Die Cloud wird ein monatliches ShoppingPoint Plus Volumen für dich und deine gesamte Organisation erstellen. Je mehr ShoppingPoints Plus du hast, desto schneller entwickelt sich deine Karriere. Das ist eine einmalige Gelegenheit in deiner Karriere. Bauen wir gemeinsam ein Billion-Dollar-Company. Willkommen im MyWorld Share Program. Was für ein tolles Programm, wirklich großartig. Das ist etwas, was noch niemand geschafft hat. Wir sprechen hier über das Teilen des Unternehmens. Nicht nur den Erfolg des Unternehmens, wir teilen das Unternehmen mit euch. Wir sprechen darüber, dass Likeonet für seine Marketer 25% dieser Anteile für euch reserviert hat. Es liegt an euch, was ihr mit dieser lebensverändernden Gelegenheit machen wollt. Es ist so einfach, oder? Genau. An diesem MyWorld Share Programm teilzunehmen ist wirklich einfach. Nochmal, alles, was ihr dafür tun müsst, ist Einkaufsvolumen zu erzeugen, indem ihr Benefit Voucher kauft und einlöst. Also sammelt so viele MyWorld Share Points wie möglich. Alle unsere Aktivitäten gemeinsam werden den Wert des Unternehmens steigern und am Schluss sind eure Anteile mehr wert. Genau. Worauf wartet ihr denn? Es ist super einfach. Zunächst einmal bekommt ihr MyWorld SharePoints für alle eure alten, bestehenden Bestellungen. Ich habe eine Kampagne für euch vorbereitet. Wenn ihr euch jetzt gleich nach der Show einloggt, habt ihr die Gelegenheit, eine Videobotschaft von mir zu sehen, wo ihr alle Informationen dazu erhaltet, was ihr für eure alten Bestellungen erhalten werdet. Egal, ob die Bestellung gestern oder 2003 gemacht wurde, ihr bekommt dafür MyWorld SharePoints gratis. Und wenn ihr noch mehr SharePoints haben möchtet, dann nutzt die Gelegenheit des Februar-Specials. Denn im Februar erhaltet ihr dreimal so viele MyWorld SharePoints für jede Bestellung. Das ist der beste Augenblick und der einzige Monat, wo man diese MyWorld SharePoints erhält. Und ihr solltet euch auch darauf vorbereiten. Wir haben alle Videos, die ihr heute gesehen habt, auf likeonet.com gestellt. Also eine starke Botschaft von mir. Diese unglaubliche Chance dürft ihr nicht verpassen. Jetzt wieder Chris. Bringen wir ihn auf die Bühne. Hey Chris. Meine Herren, was hältst du von dem Programm? Ja, was kann ich sagen? Ich glaube, ihr habt genau das geliefert, was ihr am Anfang versprochen hattet. Ich habe gesagt, ihr habt großartige Neuigkeiten, tolle Nachrichten. Und genau das ist passiert. So etwas habe ich noch nie gesehen. Und ihr müsst mir erzählen, wie ich diese SharePoints bekomme. Ja, jetzt fragen wir Eric, was er vom Programm hält. Ist er noch bei uns? Schauen wir mal. Eric? Ja, meine Herren, ich bin jetzt schon lange in diesem Beruf. Und ich glaube, das ist wirklich außerordentlich, dass ihr wirklich den Menschen eine Gelegenheit bietet, hier teilzunehmen am Erfolg der Organisation. Nicht nur, indem sie ihr Geschäft ausweiten und aufbauen, sondern dadurch, dass sie selbst auch Anteile erwerben können an dem, was in Zukunft ja, ein Unternehmen sein wird, das an der Börse gehandelt wird. Das ist unglaublich. Die Leute, die jetzt zuschauen, die haben die Gelegenheit, hier ihre Beteiligung zu maximieren. Denn ja, eine höhere Rendite werdet ihr nie erhalten, als wenn ihr jetzt mitmacht.
Ja, die Leute, die in ein, zwei oder drei Jahren erst einsteigen, haben immer noch tolle Chancen, aber das wird nie so toll sein wie das, was ihr ihnen jetzt angeboten habt. Also ich gratuliere, das ist spektakulär. Und die, die jetzt zuschauen, ich würde euch wirklich wärmstens empfehlen, dass ihr jetzt aktiv werdet. Denn wenn ihr jetzt nicht aktiv werdet, ja, in ein paar Jahren werdet ihr euch ja in den Hintern treten. Das ist wirklich ein sehr großzügiges Angebot. Ja, er zeigt hier quasi eine Situation, wo die Leute Aktien an dem Unternehmen bekommen können. Großartig. Eric ist auch zufrieden mit dem Programm und ich hoffe, ihr seid das auch. Und denkt daran, alles, was ihr heute gesehen habt, wurde aufgezeichnet und diese Aufzeichnung ist ein paar Stunden on demand verfügbar, und zwar bis zum 31. März. Also wenn ihr irgendwas verpasst habt, könnt ihr euch das auf likeonet.com auf der Website, wo ihr diese Informationen findet, wieder finden. Ja, sagt es allen, je größer unsere Gemeinschaft, desto besser für uns alle. Dort findet ihr auch die Business-Info-Videos, die ihr auch schon heute gesehen habt. Da sind ganz einfache Erklärungen drauf, worum es beim Business geht. Und wenn euch dieses Event gefallen hat, dann tragt euch gleich den nächsten Termin ein. Ihr plant ja schon das nächste Online-Sensation-Event am 24. April. Ja, diesen Tag dürft ihr nicht verpassen. Und vielleicht kann Eric auch wieder dabei sein, oder? Eric, was ist mit dir? Machst du mit beim nächsten Event? Ja, absolut. Es ist mir ein Vergnügen. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag und ein spektakuläres Jahr. Vielen Dank. Gut. Nochmals, das ist eure Gelegenheit, durchzustarten mit diesen lebensverändernden Gelegenheiten. Und das ist natürlich der beste Augenblick, hier zu Beginn des Jahres einzusteigen. Wir hatten großartige Reden, auch, glaube ich, die Leute auf der Bühne und hinter der Bühne haben tolle Arbeit geleistet. Und ich bedanke mich auch bei euch, dass ihr mir euer Vertrauen geschenkt habt. Ja, danke, Chris, dass du mitgemacht hast bei der Online-Sensation. Das war wirklich auch für uns eine große Ehre, wie immer. Auch ich bedanke mich bei dir. Und ja, für euch zu Hause, nutzt diese Gelegenheit. Aber denkt drüber nach. Wir haben jetzt Tausende von Menschen, die natürlich alle online gehen wollen. Und ja, vielleicht gibt es dann einen kleinen Stau online. Aber egal, macht nichts. Lasst euch Zeit. Das Angebot gilt für euch alle. Das Video ist vorbereitet. Die My World SharePoints sind für euch bereit. Nutzt die Gelegenheit, insbesondere im Februar, nutzt diese einmalige Chance, dreifache MyWorld SharePoints im Produktionsmonat Februar zu halten. Alles Gute für euch, eure Teams, eure Familien und wir sehen uns bald. Bye-bye. Bye-bye.